keinen Bock. Ist nicht mehr mein, okay. Ist nicht mehr mein Star Wars. Ist das dein Star? Nee, ist nicht mehr mein Star Wars. Ich bin in Therapie. Ich habe mich gerade therapieren lassen. Ist nicht mehr mein Star Wars. Wie geht's dir? Ich bin irgendwie im Standby-Modus. Ja, ich habe mein 3PO in Standby-Modus. Ich bin ja der. Ja. Wer bin ich denn heute? Ach ja, heute habe ich einen anderen. Ja, genau, wie ein Han Solo. Han Solo? Nee, aber ja, so. Okay, Ernst beiseite. Draußen 30 Grad. Wir sitzen hier im Studio, machen die Sendung für Juli angekündigt. Jetzt müssen wir das auch durchziehen. Und dann liest man hier so ein Manifest, ne? So creepermäßig aus Amerika, live übergeschaltet. We are the fans of Star Wars. Das ist richtig, sinnvoll, ne? Der pennt ein, aber ich muss einen anderen Modus wieder einschalten. Ich habe hier an ihm rumgearbeitet. Ja, mein 3-3-PO da. Ja, hätte ich nicht machen sollen. Ne? Mensch, Videokontakt oder so. Oh mein Gott. Ja, du, ne, er war gestern auf Transvestiten-Tour. Da waren die Transvestiten da und haben da Transvestit. Ne, ist klar. Nein, die haben Musik gemacht. Alles klar. Ist er erst gerade ins Bett gekommen und. Ey, da war noch was. Ja, Dreharbeiten waren! Für unsere Star Wars Show. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alte Säcke machen jetzt Star Wars, weil diese alten Säcke seit dem 8. oder 18. Lebensjahr, also 41 Jahre dabei sind. Ja, 41 Jahre. Wir können dann auch. Ne, hast du 200 Millionen übernommen? Also die Jungs hier haben 200 Millionen gemacht. 200 Millionen und die wollen, dass E8 neu gedreht wird. Wir haben hier aber viel vorgenommen. Ja, also erstens würde ich sagen, Star Wars Schrägstrich Disney, Schrägstrich Lucas. Schrägstrich Führung, Schrägstrich President auf LucasArt, Film, Rebaba. Du kannst mich machen. Ja. Glaube ich doch. Also 200 Millionen, 500 Millionen, das interessiert dich nicht. So, wenn ich die Nerdys höre, 250 Millionen ausgegeben, richtig, für Han Solo. Jetzt haltet euch fest, jeder Kunde, der reinkommt, geiler Film. Sogar Leute, die Star Wars gar nicht kennen, reingegangen, die kennen gar nicht, die wissen gar nicht, was Star Wars ist. Sitzen da, ey, war der geil. Ne? Han Solo, die Story war geil. Für Leute, die überhaupt keinen Plan hatten, für Leute, die echt einen Plan haben, echt, Kunden, leider gehen nicht vor die Kamera. Meine lieben Kunden, ich habe euch den Zettel in die Hand gereicht. Ihr sitzt ja leider nicht vor der Kamera. Aber heute ist nochmal die Juli-Sendung und bei 3PO, den ich als Darth Vader für Arme gebastelt hatte. Hat dich auch lieb. Ne? Ja, er hat mich auch lieb und so. manchmal macht er so, dann hat er keinen Bock mehr, dann merke ich das immer bei den Dreharbeiten, aber auch egal. Heute bleibst du mal frei da, frei sitzen, ja, wir haben unseren Drehstuhl nicht. Wir haben heute diese Therapiestühle, da rutschen wir immer so rüber. Therapie. Ja, das ist nicht mein Star Wars. Ne? Komm Junge, ich therapiere dich jetzt, es ist nicht mehr dein Star Wars, es ist nicht mehr Han Solo, es ist nicht mehr die Leia, es ist nicht mehr Luke Skywalker, keiner ist mehr da. Okay. Wir sind im Kern, und zwar gerade nachgelesen, Johnson hat ja sein Award bekommen, seine Auszeichnung bekommen. Johnson hat jetzt sogar grünes Licht, das ab 2020 kommen soll. Meine lieben Freunde, es gibt keinen Fanservice mehr. Den Fanservice gibt es nur bei uns, unter uns Fans. Ja. Wir geben Fans, wir als Firma, die an sich für Actionfiguren etc. pp. Auf dem Markt sind seit zig Jahren, stutzen auch. Sollen wir weitermachen? Sollen wir nicht weitermachen mit Actionfiguren und so? So eine Sendung gehört nochmal zu uns. Das ist ein Abfallprodukt. An sich drehen wir andere Sachen. Aber wir haben gesagt, wir drehen hier. Er ist heute ein bisschen ruhig, weil er müde ist. Er kommt von der Transvestiten-Show. Denn der war da im Gartenverein. Aber egal. Ich war pünktlich. Er war pünktlich. Papa hat geschlafen. Ja, Papa hat geschlafen. Ja, richtig. Aber er hat mich, ich habe so eine Weckeruhr, da hat er mich wach gemacht. Ja, immer wenn so eine SMS kommt, fängt die an zu piepen. Da. Gerade hat die mir auch einer erzählt. Ich soll 6000 Schritte machen. Schaffe ich nicht, ich sitze ja hier. Also, wie gesagt, ja, ich mache heute mal eine Improvisations-, hier, nimm mal, ich weiß gar nicht, was du da hast. Ja, ich habe das schwarze Schwert durch Zufall. Wir begrüßen euch bei Star Wars. Erst haben wir gedacht, wir machen so eine Live-Show. Die machen wir natürlich jetzt nicht, weil live, weiß ich nicht, welchen Müll wir da erzählen sollten, dann noch live. Okay, dann Ding, was wir jetzt hier gerade machen, ist, hätten wir auch live machen können. Pack mal weg da. Ne? Tun wir da hin. Wenn es bei Bumm macht, dann ist es hingefallen. Auch egal. Aber jedenfalls Star Wars. Ihr merkt schon, Star Wars ist so eine in Auflösung irgendwie. Weil, original weißt du selber, da haben wir zigtausendmal drüber gesprochen. Er war im Kino, ich war im Kino. Wir mussten uns unterhalten.
sonst hätte man nicht gewusst, dass es so einen Film gibt, ja. Weil Internet gab es damals nicht. Gab es nicht. So, eins müssen wir mal klarstellen. Jetzt kommt's. Jetzt werde ich ganz böse. World Wide Web. So hieß es 1995. World Wide Web, Web 2.0, Community und was weiß ich nicht alles. War zwar erst starr, die ganze Geschichte, aber das musste schnell aufgelöst werden. Dann durfte nachher jeder selber, du machst ja auch selber seine Sachen da. Ja. Ich mache auch meine Sachen da, seht ihr ja. Und dann kam es da mit YouTube und so weiter und so fort. AOL und den Medien. Heute heißt das Internet. Soziales Netzwerk. Jetzt werde ich böse. Netzwerk heißt Spinner. Die Spinner dieser Welt spinnen sich was zurecht und wir Idioten hängen da an den Faden und spinnen mit. So, das ist Internet. Das ist nicht nett. Soziales Netz ist auch nicht sozial. Ne, wie gesagt, sind alle durchcrashen da. Machst du irgendwas Blödsinniges, dann bang. Ne, da bist du ein Hasser, bist du ein Nazi. Der Deutsche ist der arme Kerl, der ist immer Nazi. Meine lieben Freunde, wenn es Nazi gäbe, sie würde es euch gar nicht hier geben. Ne, ist so. Unter uns. Ja. Darth Vader, immer wenn Darth Vader da wäre, meine lieben. Ja, habt ihr gesagt, ihr war fällt runter hier. Ist klar, dann war das falsch, ist nicht der Darth Vader hier, ne? Das schwarze Schwert, the Dark Side. The Dark Side of the Moon oder Dark Side of Deutschland, Dark Side of Star Wars. Wirklich, wenn es waschechte Nazis gäbe, gäbe es das alle nicht. Nicht wirklich. Da wäre hier Ruhe. Ja. Da wäre ganz böse Ruhe hier. Ich weiß nicht, ob wir dann noch vor der Kamera hier reden dürfen, weil sonst irgend so ein schwarzer Typ da stehen würde und gucken würde, was macht ihr beiden da? Der ist doch so, ne? Komme ich gerade drauf, weil ich gestern Bulli gesehen habe, durch Zufall. Ne, Bulli, der hatte so eine komische Sendung gedreht da mit Adolf Hitler und Stalin, vielleicht hast du den auch mal gesehen, bei Netflix läuft das da rum. Durch Zufall habe ich den da entdeckt gehabt. Da fiel mir das gerade ein. Deswegen fiel mir gerade ein, stimmt mal, wenn wir Darth Vader, wenn wir Star Wars live hätten, wenn wir wirklich so leben würden, ja, nicht nur im Cosplay, sondern wir würden wirklich wie in Star Wars leben, so mit Rebels, also Rebellen und Allianzen und also, meine lieben Freunde, dann würde das alles gar nicht so geben, was da jetzt so hier abläuft mit Sozialsystemen und so weiter. Dann würdest du in der Ecke sitzen und hoffen, dass du was zu fressen kriegst. Das ist so. Ich glaube, wir beide würden im Outer Rim sein. Ja, im Outer Rim würden wir rumhängen, da. Oder bei Jakku, ne? Ja, ganz weit weg da auf der Wüste. Auch Schrott sammeln. Das würden wir irgendwie machen. Hauptsache, wir kriegen was zu fressen. So, wenn wir mal ehrlich sind, die Realität ist das schon fast wie Star Wars, wenn man das so sieht, aber nur im Netz, also im Spinnernetz. Von lauter Spinner, die da ihr Netz machen da und wir rennen da hinter ihren Dingen daher und wehe, wir schneiden das ab, dann geht die Borsten ab, ey, das kannst du nicht machen, ein bisschen bekloppt, jetzt muss ich ein neues Netz basteln hier, ey, du, weißt du mal, alle am Machen und am Tun, und das Beste ist, wenn die Universität vorbeikommt und mir meine eigenen Sachen verkauft, ich musste lachen, aber egal. Meine lieben Freunde von der Universität Duisburg und Uni, ich fand das toll, dass ihr mir meine eigenen Sachen von 1995 verkauft habt. 1 Meter mal 1,20 Meter Werbung. Wie gesagt, ich würde das gerne jetzt steuern, ihr würdet mich jetzt sehen. Na, wenn ich wüsste, da sitzt jetzt einer und will Geld holen und in der Schlange, an der Mensa, dann würde ich jetzt zuschalten und würde euch dann beglücken. Hör mal, was isst ihr denn da? 2 Knödel mehr oder was? Und immer fällt das Ding um. Ja, wir sind heute in der Therapiestunde. Also die Sendung heißt heute Star Wars Therapie. Wir lassen uns therapieren, weil wir sind geschockt. Wir sind geschockt über Manifest hier. Ne? We are the Star Wars Fans und wir fordern auf, den Präsidenten von Star Wars sich zu bemühen und E8 neu zu machen. Dafür geben wir euch 200 Millionen. Ich meine 200 Millionen, aber trotzdem nochmal E8. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen würde. Nochmal so ein Hobbit, der da rumläuft? Er ist nicht mein Star Wars, ist nicht mein Luke Skywalker. Aber wie gesagt, wir haben hier uns jetzt vorbereitet, auch wenn wir jetzt Therapiestunde haben hier. Er ist hundemüde, den habe ich noch nicht aktiviert, den muss ich gleich noch aktivieren. Ich habe den Schalter irgendwie verbaut hier bei ihm. Ist halt so, wie gesagt, draußen 30 Grad, Papa hat verpennt. Passiert schon. Ja, passiert schon mal. Wie gesagt, ist die Juli-Sendung und wir versuchen da Star Wars locker vom Hocker. Ihr merkt schon, der lockere Hocker ist auch nicht da, sondern so ein blöder Therapie-Dings da. So steif alles hier. Star Wars steif, weiß nicht. Star Wars ist steif. Ich sag, warten wir mal, was uns 2019 bringt. 2020. Johnson. Gerade gelesen. Also, Spin-off Baba nicht. Obi-Wan Kenobi nicht. Die anderen beiden Han Solo nicht. Manchmal meine ich, die verkackern an uns, weil die haben ja Fox aufgekauft, um daraus einen Sender zu machen. Die wollen einen eigenen. Also, es bleibt an sich alles. Laut
Ne, jetzt Spaß beiseite. Die Sendung heißt heute Therapie, deswegen sind wir ein bisschen durcheinander. Er ist ruhig, ich bin ein bisschen aufgedreht, weil das nicht mehr mein Star Wars ist. Ich jage meiner Illusion nach, dem Märchen, hat ja gerade George Lucas auch gesagt. An sich wollte ich das ja alles anders machen. Das sollte ja was ganz anderes werden. Ich meine, das habe ich auch vorhin in der Community veröffentlicht, was er da fordert. Da habt ihr ja auch kräftig drunter geschrieben. Ihr habt ja auch recht. Das wäre sicherlich besser geworden, wie es jetzt gerade ist. Muss ich einfach mal gestehen, im Moment, okay, ich bin der Meinung, das ist so gewollt. Ja. Ich du meinst also, das ist nur für Promotion? Ja, das ist mal eine, so eine Dark Side Promotion. Ja? Mhm. So eine Art Dark Side Promotion, alles ist schlecht, alles ist Käse. Und dann auf einmal, wow, wow, Star, wow, hast du gesehen? Wow, du musst rein. Ne? Irgendwie so, dass sie das so voll... Ja, kaputt gemacht hat Mickey Mouse, diese schwarze, ne? Der hat alles kaputt gemacht, da kommt Mickey Mouse, echt. Der Laden heißt Mickey Mouse und Mickey Mouse, der Laden macht alles kaputt, so Mäuse, weißt du, beißen überall rein da, dann kommt Donald Duck, dann kommt natürlich der verquerte Dagobert Duck, der keine Münzen ausgibt oder Münzen haben will. Ja, Donald, das ist, genau, das liegt an Donald. Donald liegt da, nee, ja, Donald ist ja der arme Kerl, nee. Dagobert. Der Dagobert war das, der Dagobert ist schuld. Jetzt hab ich's. Meine lieben Freunde bei Walt Disney erzählt den Dagobert mal in seinem komischen Schloss da, wo er da in seinem Panzerschrank gedöne da, in seinem Schwimmbad da. Noch mehr Kohle. Jetzt nochmal was ausdrücken hier. Rausdrücken für Star Wars, ja. Ne, mal ein bisschen mal den Pool ein bisschen leerer machen da. Der ist schuld. Nicht nur die Mickey Maus da, das Wesen da, nein. Donald und der andere da, der arme Kerl, aber Dagobert. Vom Düsentrieb hörst du ja auch nichts mehr. Nee, hörst du überhaupt noch was von Disney? Achso, ich meine jetzt das Disney. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Wir sind groß geworden mit Disney, ist richtig. Aber ist richtig. Mickey Mouse, Donald, Duck, Daisy, wie die alle geheißen haben, Düsentrieb, Panzerknacker, Goofy. Da gibt ja nicht nur Mickey Mouse, man ja auch noch andere Sachen. Ja jetzt? Also nein, da bist du groß geworden. 54 aufwärts, der verpfeifende, ne? In seinem... Ne, Dings da, naja, mehr war er nicht. Er hat geflötet da in seinem komischen, keine Ahnung, Kanu da auf dem Mississippi oder so. Dann ging er los, ne? Fand die Leute toll. So, und heute hängen wir da in einem Wahnsinnskonzern, der von 40.000 Hassern, aber wirklich, die hassen, von 40.000 Hassern ist einer, der hat richtig Schotter und der ist also, das ist nicht mehr mein Star Wars, Jungs, ihr macht mir mein Star Wars kaputt, das gefällt mir nicht, das sind die Uhr. Das sind die Urväter von Star Wars. So wie du jetzt 8 Jahre, ich 8 Jahre. Ja. Nee, 18. Ja, du hast 18. Ich war leider 18, aber egal. Also wir sind die Urväter. Wir sind jetzt seit 41 Jahren, können wir rückwärts singen und auch die Fehler aufziehen, die wir da gesehen haben. Die größten waren, ist richtig, E8. Ich meine, ich habe mir E8 jetzt so oft angesehen, so beim Arbeiten oder so. Und nur dummerweise hatte ich mir in meinem kleinen Kinopaar eingeladen. Die haben sich den leider richtig angeguckt und dann, was ist das denn? Da war meine Stimmung dann doch, dann habe ich auch intensiv geguckt und dann habe ich die Schnittfehler auch gesehen. Mensch, da siehst du so einen Hobbit da durch die Gegend drin, da siehst du einen an so einer komischen Angel, hey, Vorsicht, droht sich da ein Fisch mal. Hast du schon mal gesehen, hat mit der Macht doch nichts mehr zu tun? Ja, überhaupt nichts mehr damit zu tun. Nö. Die hätten den Film nur anders aufmachen müssen. Also unter uns, also das, was jetzt George Lucas rausgehauen hat, wie er seine Sachen hätte, war ja immer im Gespräch. Also 9 Filme waren immer im Gespräch, jetzt sind wir ja mittlerweile bei 12, weil Johnson ja die anderen 3 da macht, seine eigene macht, seine eigene Trilogie. Johnson hat auch seine Pokale abgeholt, sogar Mark Hamill hat einen Pokal bekommen, also so ein Saturn-Dings da, ich habe Award da, ich habe jetzt noch nicht rein. Für die Sendung habe ich mich gerade ein bisschen vorbereitet. Weil der ganze Hass, der ging ja um Senkel, das wisst ihr, haben wir ja gesehen im Mai, im Juni, da war ja nur Hass, da musste ich richtig einsteigen, da war ich nachher wirklich angefixt, da musste ich, da ging automatisiert. Ne? Und heute bin ich so ruhig, so relaxed, weil ich hier in diesem Ruhestuhl bin da, so Therapie, Star Wars Therapie, schau, mach so eine Art Replay, 41 Jahre, habe eure Sachen mir angeschaut, ich habe die Nerdwelt mir angeschaut, wie die da am Reden waren und so weiter. Ihr seid natürlich 30 und 20 Jahre, doch 30 Jahre jünger. Okay, ja. Weit über 30 Jahre jünger wie wir beide hier. Und erzählt uns da fröhlich was von Star Wars, meine lieben Freunde. Es geht hier nicht um Fan sein, es geht hier um Kohle.
Und da steige ich jetzt auch ein, weil ich habe gerade nachgelesen, weil E9 wird heute gedreht. Sie sind heute am 1. Juli am Drehen an E9, damit das 2019 erscheint in den Pinewood Studios und so weiter und so fort. So, Pinewood Studios hat natürlich was gesagt, weil die anderen Sachen gecancelt wurden. Daraufhin haben die natürlich reagiert. An Solo nicht, Boba Fett nicht, dann nicht, ist klar. Dann haben die sofort reagiert, haben das rausgehauen und dann ging jetzt, ist klar. Dann wird das natürlich fehlinterpretiert und 1% wird ja in der heutigen Zeit auf 500% hochgeblasen und dabei ist es nur 1%. So 1%, was nicht gemacht wird, das ist halt die Stories. Die Stories werden nicht gemacht im Moment, ist klar, die haben reichlich Geld ausgegeben für Fox. Ne? Fox ist reichlich Geld ausgegeben worden, kommt also nächstes Jahr auch, wenn wir Glück haben. Ich meine, ich freue mich persönlich drauf, doch. Wo Star Wars draufsteht, ist auch Star Wars drin. So für mich ist mir gefällt's. Wir haben uns gerade noch eine schöne Geschichte angeschaut. Wenn die das so machen, also wenn Resistance, American Mike, Resistance. Okay, wenn Resistance kommt mit diesem Protagonisten, also der die Hauptrolle da spielen wird, in so einem, keine Ahnung, ne? Muss ja auch auf Spoiler achten, der hat sich am Kadett angebracht, aber egal. Ja, ist ja immer so, das kriegst du ja bei den Kindern da nicht raus. Ne? Ey, nach neun Monaten gibt es keine Spoiler mehr. Tut mir leid, wenn du nicht im Film warst, dann bist du auch kein Star Wars Fan. Sei mir nicht böse, innerhalb von 3 Wochen muss er durch sein. Ja, also 9 Monate warten, dass du darüber reden darfst, kriegst du Kinder bei, weißt du? Nee, dann hat man keinen Spaß mehr, keine Freude mehr. Wir haben Spaß, wir haben Freude, wir mögen es. Ja? Okay, wir mögen keine Püppchen und so, wir sind demnächst am Basteln. Er hat sich dann auch gerade angeschaut, er freut sich schon drauf, die großen Falken, der dann mal eben 15 Kilo wiegen wird, wenn er fertig ist. Aber mal eben, also noch einmal, diese Sendung wird nicht gesponsert, diese Sendung wird getragen, man muss das also bezahlen alles. Bis jetzt hat Amazon viel Geld verdient. Und demnächst die Augustini, mal eben 1200 Ocken kriegen die, damit wir basteln können. Ja, wir müssen bezahlen, um Filme zu machen. Und andere werden bezahlt, damit sie Filme machen. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Also hier wird richtig Hand angelegt, hier wird richtig Geld bezahlt. Deswegen versuchen wir trotzdem eine tolle Sendung zu machen, weil wir solche Sendungen nicht machen können, wie die. Die kriegen ja alles gesponsert. Ja, wir nicht. Nee, wir müssen kaufen. Ja, mal eben für 1200 Euro oder sofort, dann hätten wir hier sofort loslegen können, weißt du? Ihr sollt sehen, dass wir wirklich uns bemühen, dass wir wirklich versuchen, nur um eine tolle Sendung zu machen, wie die im August sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube, da brauche ich keine Therapie mehr, da bin ich so weit von therapiert, so ruhig. Das wird die ruhigste Sendung aller Zeiten, dann schwebt hier alles nur, weißt du? Das werden wir ja sehen. Ja, werden wir sehen, dann sind wir so im Sis-Modus, so, lass mal alles schweben hier, so Jedi-mäßig, Jedi-ismus, Sis-ismus oder so. Ja, ich habe schon tolle Ideen. Ich möchte so eine richtige Tagesschau, Star-Tagesschau machen da. So richtig Theke und so, zwei Herren da sitzen, aber in Uniform, ist klar. Er schreit ja jetzt schon. Ich weiß, er schreit jetzt. Ach komm, so warm ist es nicht. Komm, das Ding ist kühl. Also, mir ist kühl. Ne? Also, diesmal ist kühl. Ja, er schreit immer, hey, da schwitze ich hier kaputt. Ja, ist klar, den stecke ich dann in irgendeine Kluft rein und ich auch und dann reden wir da. So wie Tagesschau. Machen wir so eine Tagesschau. Star Wars Tagesschau. Ja, das wäre der Bruder. Ja, wie gesagt, wir haben heute so eine Art Therapiesendung. Bei der Therapiesendung, da redet man, da tauscht man sich aus. Wir tauschen uns ja mit euch aus. Er hat sich ja schon mal, kannst du dir ja mal vorstellen, wer bist du eigentlich? C3-Büro. Wir müssen ja mal den Leuten da sagen, ich kenne dich, ich hab dich gebraucht. Ja, wer bist du denn? Hau doch mal rein. Ja, ich habe den heute, echt, den habe ich gerade von der Bühne gezogen. Den habe ich, glaube ich, nicht ganz aufgeladen. Der braucht so einen Ladestecker. Nee, heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Ja, ist nicht so mein Tag. Typisch Maschine, typisch Droide. Die Droiden sind so. Ne? Der Droide macht einen Solo-Level genauso. Ne? Akku läuft Reserve. Ja, Akku läuft auf Reserve. Ja? Ich meine, ich bin im Therapiemodus, Redemodus, versuche ich ja, ich muss ja. Bin ja der Abia Solo für Arme hier. Aber ja, ich versuche mein, ja ist doch wahr, ich versuche mein, versuch mein Bestes hier immer. Ich habe jetzt einen Monat gelesen. Ich habe nur Hastriaden. Hammer. Aber es freut, dass sie ihre Awards bekommen haben. Und jetzt lenke ich ein. Sehr verehrten Damen und Herren, Star Wars ist eine
eine Gestaltung, um Geld zu verdienen. Nicht wir verdienen Geld, sondern wir sind die Typen, die Geld ausgeben. Wir kaufen hier für teures Geld sowas. Wir sitzen vor teuren Kameras. Wir husten auch echt. Ne? Nicht gekünstelt, sondern echt. Ne? Ich habe nämlich jetzt auch schon wieder einen Schnupfen. Bei 30 Grad draußen hat man ja zu viel Kühlmittel. Und irgendein Kühlmittel war wohl... Du standst im Durchzug. Ich stand im Durchzug wieder mal. Typ, ja doch. Ich habe ja immer Tür auf und also dann habe ich ja den Querladen, weißt du? Ja. Da ist egal. Ich dachte, ich wäre abgehärtet, aber war wohl nicht der Fall. So, wie gesagt, Geld verdienen. Star Wars bedeutet Geld verdienen, knallhartes Geld verdienen und jetzt kommt's. Deswegen passiert das. Star Wars ist ja nicht mehr der Kult. Stelle ich jetzt fest. Ihr dürft jederzeit was anderes drunter schreiben, ihr dürft auch jederzeit was anderes sagen. Aber ich habe 24 Stunden, 7 Tage die Woche mich wirklich hingesetzt, recherchiert und habe festgestellt, beim Lesen, so, die freuen sich, den Film heute drehen zu können. Ja. Schon schreit ein anderer, ja, wenn ihr den rausbringt, eine Woche später kommt Jumanji. Ja. Jetzt kommt nämlich der Hammer. Jetzt kommt nämlich der Oberknaller. Zu Weihnachten. Jetzt kommen nämlich die Filme immer nur zu Weihnachten. Ich habe mich jetzt wirklich auf Mai eingestellt, deswegen habe ich die Klamotten gekauft, weil im Winter laufe ich so nicht rum. Das ist mir nämlich zu kalt. Ja, ist mir zu kalt. Ja, doch, mach ich nicht. Wirklich, ich bin auch so ins Kino gegangen, aber wie gesagt, im Winter weiß ich nicht. Okay, kommen wir vielleicht Wintermatte oder so. Gibt's ja auch von Star Wars. So ein Lord-Dings da, irgendwie so. Ne? Mal gucken, ob Kylo Ren oder von Darth Vader, gibt's ja sowas. Ne? Oder basteln wir das selber. Genug Leger, da ist ja da. Aber ne? Sowas von. Aber sowas von. Ist also da. Man kann sich dann so richtig da als Django Fett kommen oder so. Irgendwann kann ich ja kommen. Ne? Oder als Pirat oder so. Oder als Rebell. Oder als Schmuggler. Ja, so ein richtig geiler Schmuggler. Mit richtig geiler, mit so richtig amerikanisch. So, statt Revolver dann die Laserdinger da. Ne? Ihr wisst schon, ne? Ich bin jetzt wieder bei Old Republic. Ich merke da, ich rutsche da immer rein. Ist klar. Weil 1333 und Old Republic, wenn man das drehen würde und zeigen würde, wäre nicht schlecht. So underground-mäßig, da diese Fahrzeuge und das alles. Da war ja jetzt schon bei Rebels und so weiter, ne, da nicht so. Bei Clone Wars. Ne? Bei Clone Wars war das. Ne? Ich hasse es, wenn das macht. Dann jumpt er da raus und so. Oder Ahsoka. Ne? War also nicht schlecht. Rebels ist okay. Kann man nicht meckern. Ich freue mich drauf, dass ich ihn bald kaufen kann. Ich freue mich auch drauf, dass ich Han Solo bald kaufen kann. Bald ist gut. Aber irgendwann kurz vor Weihnachten oder so sollten die zu haben sein. Wird noch ein bisschen dauern. Ja, aber guck mal, gestern war Silvester und heute wäre Neujahr. So schnell ist das Jahr rund, wenn man das mal so sieht. Ich grüße auf dem Weg auch die, was war das? Hotel K, Block B. Ne, die Jungs leben schon im sechsten, die leben nämlich schon sechs Stunden voraus. Das heißt also, die haben jetzt schon Mitternacht durch. Ne, die haben jetzt Punkt 0 Uhr, ne, 10 Minuten an 0 Uhr zum Beispiel. Und wir hocken jetzt hier immer noch vor der laufenden Kamera und drehen hier die Therapiestunde bei Star Wars. Wir müssen alle uns therapieren, wir müssen alle zurück, wir müssen wieder verinnerlichen. Für uns ist Star Wars klar, aber ich fange jetzt nicht an zu hassen, weil die da aus... Ich sehe ja die Wahrheit. Die Wahrheit, es geht ums Geld. So, Die möchten gerne Star Wars machen, aber klappt nicht, weil irgendeiner dazwischen funkt. Ja? Ich meine, jetzt haben sie selber dazwischen gefunkt durch Marvel. Ja. Ja, hauen da Marvel raus, ja, Infinity War und so weiter. Und dann kommen sie mit Han Solo. Han Solo war genial. Das muss ich einfach sagen, ich kriege nur positives Echo von Han Solo. Sogar ihm hat es gefallen, mir hat es gefallen, sogar meinen Kunden hat es gefallen. Gibt es denn schon mal so als HD zu sehen oder so? Oder immer noch so? Bleh. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ist klar. Ne? Also für die Insider. Es gibt Insider. Ne? Für die Insider, den könnt ihr euch anschauen. Ne? Und dann gibt es den irgendwann mal auch in High Quality. Ja, wir warten drauf. Wir freuen uns. Alle haben gesagt, ihr ist geordert. Alle haben den bestellt. Meiner einer freut sich schon auf 3D, sich das anzuschauen. Und ja, Star Wars. Geld verdienen. Ich meine, hart. Du liest da, wir wollen anfangen zu drehen, dann schreit der andere da, der heißt auch Johnson, ich glaube David Johnson, der die Jumanjis dreht, richtig? Ja. Ne, David Johnson, nicht am selben Tag, sondern irgendwie eine Woche früher oder später? Ich habe gerade gelesen, also eine Woche später. Ja. Also Star Wars hat Glück, darf als erstes und die reden da was vom 13. Also dann müsste Star Wars noch früher kommen, weil jetzt war er am 19.
ne? Dezember. Letztes Jahr. Ja, über den wollen wir nicht reden, aber Star Wars 8, da reden wir nicht drüber. Das ist wirklich schief gelaufen. Ja, bloß ob die damit durchkommen, das machen wir. Also die Jungs da mit ihrem Manifest, das ist ein Manifest vorgemerkt. Ich werde auch mich bemühen, das nochmal zu übersetzen, oder ich suche es direkt in der Übersetzung. Wir hatten jetzt gerade nicht so viel Zeit, das ist ein bisschen viel da, aber wie vorne schon stand, wir sind die Star Wars Fans der ersten Stunde und wir geben das jetzt der Fans der Welt geben die das, ja, und natürlich den Präsidenten als Order. Ja, also die ersten Sätze waren schon heavy, da habe ich gesagt, komm, ich übersetze gleich weiter, aber nicht jetzt, weil dann geht die Therapiestunde nach hinten los. Ja, dann muss ich nochmal therapiert werden. Also die nächste Sendung soll sehr lustig werden. Oder Schwebemodus. Schauen wir mal. Also jedenfalls im August kommt sicherlich wieder eine. Also bis Ende, na, sagen wir mal, versuchen wir. Wenn es nur 5 Minuten sind, aber Sendung ist Sendung. Ja. Ne? Besser als nichts. Ja, besser als nichts. Ich weiß, wir sind ja keine Helden hier. Wir haben ja 1 oder 2 Zuschauer. Und für die 1, 2 Zuschauer reicht das ja. Ne? Vielleicht machen wir auch eine Spezialsendung für Bali. Jungs, Bali, ja, warum nicht? Machen wir da, dann können die gucken in alle Landessprachen da. Ne? Was die Australier können, können wir auch. Also, wo die aus dem Ventilator einen Sieb machen. Ja, wo die aus dem Ventilator einen Sieb machen. Er war nicht schlecht, der war. Der Ding ist, war ein bisschen säuerlich, weil er hat ihn kaputt gemacht. Er sagt, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Doch, der hat er kaputt gemacht. Ne? Kann passieren. Kann ja, immer. Habe ich schon versprochen. Jetzt habe ich das hier bei Star Wars mit eingebaut, aber das passt ja alles. Ihr seid im Outer Rim. Ne? Wir sind im Outer Rim. Da 365 Tage schwitzen die da auf 2,7 Quadratmeter. Das ist nicht gerade lustig. Die waren als Schmuggler unterwegs. Die waren als Schmuggler unterwegs, sind leider von Darth Vaders Konsole da leider erwischt worden. Da müssen wir dran arbeiten, dass wir die wieder frei kriegen. Wir, die Rebellen, kriegen die wieder frei. Ne? Keine Ahnung, wir schicken da irgendwelche Jets rüber. Aber wir haben die Randale da schon gesehen, da fand der Gouverneur da nicht so lustig. Haben wir gerade da gesehen. Da ist ein berühmtes Hotel, Hotel K, Block B. Sehr berühmt. Die greifen da ein bisschen härter durch. Die haben das dann nicht so einfach mal mit 100 Gramm durch die Gegend latschen, dafür Eigenbedarf. Patsch, keine Chance. Bist du 8 Jahre da. Kriegst du Sonderurlaub in Bali. Also die können wir die alle da hinschicken, ne? Dann haben die alle Sonderurlaub. Ne? Und jeden Tag Sonne. So, jeden Tag Sonne, vom Morgen bis abends, dann hin und wieder mal dicken, fetten Regen und so. Und wenn du eine Leiter hast, kannst du auch ins Meer gucken. Ne? Über den Bambus-Dings da. Ja, ist halt so. Ne? Ja, Hotel K, wir schweifen ab, aber ist halt so. Man kann euch halt bei Star Wars mit einbauen. Ihr seid im Outer Rim. Ja. Wir versuchen da die Rebellen mal locker zu machen. Ist halt so, die Schmuggler, ja, Han Solo passt, deswegen passte das gerade, Han Solo. Ja. Guter Übergang. Sehr guter Übergang, ist ja auch ein Schmuggler, ein verdammt guter Schmuggler. An sich ja, der immer, den Ding ist dreckiger, der war in Carbonit. Ja. Also den haben sie erwischt, ne? Jabba Sahat hat gesagt, du kannst mir, da hätten die eingreifen können und die hätten uns dann irgendwie erklären können. Auf diese Erklärung müssen wir jetzt warten, wieso Jabba eigentlich so sauer auf ihn war. Nicht nur wegen den 15.000, die ihm fehlen, die haben viel mehr gegeben, wie er hätte haben brauchen. Ja, richtig. Ich weiß bis heute nicht, warum Jabba so sauer auf ihn war. Ja, das weiß ich auch nicht. Weil er war an sich sein Liebling, hat er ja auch gesagt, du bist mein Lieblingsschmuggler. Er war der Beste von allen. Ja, das haben wir ja gesehen. Ne? Ja. Sagen wir mal so, nein, er ist der sympathischste Schmuggler, so wie die beiden sympathisch rüberkommen. Die sind sympathisch, so, weil die sympathisch sind, mag man das. Ja? Dass es jetzt Schmuggler sind, im Outer Rim leben, erwischt wurden, das ist immer Pech. Han Solo ist auch erwischt worden, hat sich auch immer rausgeredet, die beiden Jungs reden sich jetzt auch raus da mit dem armen Sieb, das sah aber gut aus. Hast recht, das sah wirklich gut aus, das Sieb. Also, gute Arbeit. Gute Arbeit, ne? Habe ich auch gelesen. Also sind ja jetzt 2 Münchner da in Darkside, die dann halt das Kochen den Jungs beibringen. Deutsche Küche. Jetzt auch Bali. Ich weiß nicht, ob die Balilisten, keine Ahnung, wie die heißen. Ja. Balinesen oder Indonesien. Indonesien. Ist die Indonesien da? Ist doch die Richtung. Indonesien. Ist klar. Also Bali kann ein guter Urlaubsort sein, aber kann auch schon mal Schrecken im Moment haben. So wie bei Han Solo. Han Solo war genauso, ne? Der lebte auch nicht auf großen Quadratmetern. Da war auch alles duster, so braun gehalten und so. Dann die Superszene mit Yoda. Na, Quatsch, oder
Jabba auch nicht. Mein Chewbacca. Ja, ich werfe ihm immer mal drüber, damit er wieder warm wird. Ja, ne? Ist klar. Auch einfach. Ey, die Sendung heißt Therapie, Star Wars Therapie, heißt aber nicht Schlummern hier. Ja. Ey, ein bisschen mehr Gas geben kannst du ja schon. Ne? Ist ja gut. Ist ja gut, dann machen wir ein bisschen mehr Saft auf die Batterie. Ja? Sag mal, mobbst du mich gerade? Ich mobb dich gerade. Ja. Ich mobb dich gerade, ja. Ist klar, ja. Guck mal, raus hier. Ja, ne? Ist klar, ja. Therapie heißt nicht einpennen hier. Nein. Ah doch, heute ja. Also ich schwere gerade in der R1 rum, dann in der 2, in der 3, also Siegfelster, sehe ich die da am Schmusi-Busi und so, aber 4, 5 und 6 war und ist. Aber die Sequels, die George Lucas eigentlich rausbringen wollte, finde ich persönlich von der Handlung viel besser. Zuschauer auch, meine Meinung auch. Da sind wir richtig beim Kern, beim Schluss. Ja. Vom Rumblödeln, von der Therapie, wir sind jetzt therapiert. Uns. Nee. Das ist deins. Ja, machen wir später. Ja, wir haben hier Pieptöne. Bei mir kommt so ein Roboter. Und deswegen kommt die Bitte dann hier übermittelt, dann weiß ich. Bei ihm piept es halt. Ist ja auch mein 3DIPO, da wird nun mal gepiept. Genau, gib mir positive Pieptöne. Positive Pieptöne. Ja, sind wir wieder bei 8. Wir wollten aber gerade bei den Sequels von George. Also wir haben uns die Bilder angesehen. Manchmal meine ich in den Interviews, die er jetzt gibt, wegen diesem Skandal oder wegen diesem, naja, ist halt passiert. Wo der Schuss nach hinten los. Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich sowas von therapiert, mir ist das sowas von egal. Weil ich bin Fan. Ich gehe nicht ins Kino, um zu sagen, ey, hier, ich habe jetzt 15 Euro oder 20 Euro, ich habe den Film jetzt bezahlt, so. Das ist nicht Fan sein. Mittlerweile kristallisiert sich heraus, die wollen nur dein Geld haben. Du brauchst gar nicht sitzen, du legst da auf den Sitz 20 Euro und gehst. Wir wollen die gar nicht. Danke. Ja, dann, ey, wir haben ganz viele Euros, ey, geil, der Film ist so gut. Nur gesehen hat ihn keiner. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, aber so ungefähr, kommt das doch vor. Ja, lasst euch mal therapieren, dann merkt ihr das. Dann kommt die innere Ruhe. Ihr sollt eure Kohle da lassen, ja, und verschwinden. Und Mund halten. Das tun die natürlich nicht. Sonst hätten wir so ein Manifest nicht da. Manifest, das ist keine Bitte. Das ist schon knallhart. Mit 200 Millionen stehen die da. Kumpel, macht die E8 neu. Ja? Aber die haben die Kohle ja schon. Ja, sicher. Die haben die Kohle. Nee. Ja, die haben die Bar. Können die nicht übergeben. Ja, also soweit ist das schon. Hier, mach fertig. Ja, das ist über Twitter. Wie gesagt, über Twitter hauen die sich da um die Ohren. So wie Le Präsident, ne? Trump. Der haut ja auch, der sagt ja, unsere ist irre. Ne? Ja, zum Beispiel. Ne? Die hat eine Waffe. Ja, das sagt er nicht. Ich. So, und deswegen ist das so. Also ein reines elektronisches. Ne? Die wollen uns irgendwie gar nicht mehr. Die wollen einfach nur unseren Schotter. Film, egal. Ja? Mal die rote an, ne? Dann heißt der Film Star Wars Rote Hand oder so. Mir egal, hauptsache ist das Geld da. Das ist unfair. Die Kohle auf der einen Seite, aber storymäßig ist ja nicht. Ja, so, aber es wird aber Zeit. Nein, also ich bin der Meinung, bin ja immer positiv eingestellt, dass J.J. Abrams jetzt die neuen so rausreißt, dass alle wieder. Ne? Doch, hallo, der Mann hat Ahnung. Ja. Der hat Star Trek, die Filme sind in Ordnung. Siehst du, ich hätte jetzt gerade in diesem Moment wieder Bock, einen Star Trek-Film zu gucken von ihm. Bloß die meisten haben jetzt auf der anderen Seite wiederum Panik, da wird dann Abklatsch von Rückkehr der Jedi-Ritter. Verstehst du, was ich meine? Geht nicht, weil ja, ein Jedi-Ritter war nicht in einem Unterwasser-Dingsbums-Gegner. Ja, das stimmt auch. Ja, also das, was jetzt JJ da rausgehauen hat, da war nichts mit. Da war wirklich alles anders. Das ist komplett anders. Die haben ja auch gesagt, dass die drehen wollen mit Jabbas Sohn. Jabba lebt ja nicht mehr. Aber die Söhne. Ja. So, dann sitzen die da beim Jabba und irgendwie, also Rey und so ein Gedöne, Kylo ist noch der Big Boss da und Haxi bastelt da gegen ihn irgendwie. Ja, so Art, es könnte so eine Art Rebels-Klatsch werden. Weil, du weißt ja, ne? Man wusste ja nicht, dass er einer von denen war. Wo zum Schluss er ja auch mit ihm. Ihr merkt schon, ich spreche ganz neu, dass man gar nicht merkt, dass da ein Spoiler gewesen wäre, wenn ich den Namen. Aber er weiß Bescheid, was ich meine, und ihr wisst vielleicht auch Bescheid, was ich jetzt gemeint habe. Da war jemand, der bei Rebels plötzlich einer von den Rebellen war, und man da hatte ja Angst vor ihm, weil der die ja gejagt hat.
Der hat dich verdammt gut gejagt. Aber im richtigen Moment hat er sie dann freigeschaufelt. Also war eine tolle Geschichte. Hat man gut in Szene gesetzt. So, so könnte es nämlich jetzt genauso sein. Ne? So mit Haxi, weil er wird ja eh nicht gemocht, der arme Kerl. Ne? Der hat richtig geblutet wieder aufklatscht. Also meine Güte, er flog da durch die Gegend. So. Der macht sich ja selber zum Volltrottel. Ja, Snoke hat mit ihm da gemacht, was Snoke wollte, bis Snoke das gemacht wurde, was Kylo wollte. In zwei Teilen da, ich hab dich so gern, klack, war alles weg. Hände weg, Bauch weg, alles weg. Den Kopf hätte er auch noch weghauen können, dann hätte er Fußball mitspielen können, aber egal. Das war die dramatische Szene, die von vorne und hinten nicht funktioniert hat. Da Rey wäre nämlich gestorben bei der Attacke da. Das war rein tänzerisch da, das war leider schade. Also acht. Ich sehe das so, weil ich ja jetzt therapiert bin ruhig, ich lege das da so rein und gut ist, ich möchte gar nicht zwei, ich möchte jetzt nicht 8a haben. Also 8 und dann 8a, also neu gedreht oder so, würde ich nicht wollen. Also ich würde mich freuen, wenn alle sich beruhigen würden, in sich gehen würden, weil es läuft ja eh weiter. Es ist natürlich traurig, dass da was passiert ist, dass es da wirklich, wirklich Hasser gibt, die wirklich ins Gemüse gehen. Und das richtig zertrampeln und alles rausreißen, bis auf den Grund. Das ist natürlich hart. Das ist Hardcore. Ja. Echter Hardcore. Das hat noch nie. Jungs. Ja, das hat. Vielleicht sind noch ein paar Mädels dazwischen, ich weiß es nicht, aber man spricht halt immer von diesen Reichen, die da losgelegt haben, die das richtig auseinandergenommen haben. Die sind wirklich in die Tiefe gegangen. Nicht nur ein fettes Manifest, die haben richtig fett. Ihr habt alles mitbekommen, was da abgegangen ist. Deswegen heißt diese Sendung Therapie. Wir mussten uns therapieren, wir mussten von diesen Hass und diesen ganzen Hasstriaden mussten wir weg, weil es an sich nur ein Promille. Leute, das ist gerade mal ein Promille, das ist an sich gar nichts. Du meinst Prozent, nicht Promille. Nee, ein Promille. Und wie viele Milliarden Menschen sind wir auf diesem Planeten? Ja, ist ja gut. Nee? So viele Milliarden Menschen auf diesem Planeten, 40.000, das ist ein Fliegenschiss im Universum. Also, ne? Ja, ist also ein Promille von der gesamten Masse der Fans, ja? Die wurden durch diese ganzen Spezialmedien auf 500 raufgeblasen, bis ein Kollege vorbeikam. Da war ich therapiert. Da habe ich gesagt: Ey, du hast recht. Was kriegen wir eigentlich auf? Ein Promille, ey. Manifest. Mann, mach es doch. Wenn du 200 Millionen über hast, ist es in Ordnung. Das 3D-Brühe sagt er zu mir: Was hältst du davon? Ich gebe dir 200 Millionen, mach du einen Film. Da habe ich gesagt: Kein Thema, machen wir. Kein Thema. Gib mir 200 Millionen, dann mache ich das. Na? Kein Thema. Kannst du mal weniger geben. 100.000 oder so. War ein toller Film. Aber die Leute mittlerweile hauen rein und dann die Spezialeffekte mittlerweile, aber mittlerweile geht's. Also mittlerweile kann man Filme drehen, nur die können drehen, weil die ja alles schon vorgearbeitet haben. Ja, die haben auf 4, 5 Etagen, ist alles vorgearbeitet, es wird dann unten in der Base zusammengepackt und ist dann fertig. Ja? Ein Schnittcomputer, das ist auch so ein Riesenteil, da tippen die nur noch drauf. Früher musste man halt schneiden, hängen, nummerieren, das ist alles vorbei. Und so zack, 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 zack. Gut, da kann natürlich ein Schnittfehler passieren. Aber ich verstehe das sowieso nicht. Wieso war der Teil weg? Er macht das auseinander, verstehst du? Die Kämpfe. Wieso war er weg? Die Frage ist bis heute, glaube ich, nicht beantwortet worden. Okay, da habe ich jetzt nicht recherchiert, müsste ich auch mal machen. Ob da einer schon recherchiert hat, warum das Teil weg war. Und dann viele nachher unbesonders der Sack. Der hat ja gar keinen Bock mehr gehabt. Der war doch richtig im Kampfmodus. Ja, vielleicht war das ein Schnittfehler. Ja, aber wie kam der bloß zustande? Da müssen die müssen irgendwie mehrfach gedreht haben. Und dann hat er außerdem den falschen Take, ist mir auch schon geschehen, beim Kunden, ehrlich. Ich habe alles schön fertig gemacht und gebe ich ihm ausgerechnet den Rohschnitt, wie wir arbeiten. Ich fand es toll, der Kunde kam, jetzt weiß ich, wie sie arbeiten, Hammer, Hammer. Nee. Ja, weil er nachher das Endprodukt gesehen hat. Ja. Er hat aber gesehen, wie hart wir gearbeitet haben, um dieses Endprodukt zu produzieren. Ja, das war nicht so einfach, weil das war nicht vorhanden. Der Kunde hat mir was gegeben, was jeder sehen konnte, aber war irgendwie nicht vorhanden. Das war irgendwo in der Cloud oder wo. Irgendwo war das. In der Cloud oder bei demjenigen, der ihn das gesendet hat. Also irgendein Link. Ich kam da einfach nicht dran. Ich kam nicht dran. Ich konnte es nicht holen, um auf eine Timeline zu packen und das zu bearbeiten. Ging nicht. Also musste ich das ja selber. Ich musste es also selber herstellen. Ich musste ein eigenes Produkt daraus machen und dann herstellen. Und das hat er dann gesehen, die ganzen Schritte. Das war touchen, da, hier touchen und so. Ist egal. Ist halt passiert. Aber nein, das meine ich jetzt damit. So, und wenn jetzt, es war jetzt Gott sei Dank nur ein Kunde, aber stell mal vor, du machst einen Kinofilm und Millionen Kunden. Ja. Das sollte an sich einer Disney-Familie nicht passieren.
Da sind wir wieder beim Kern der Sache, die denken nur an die Kohle. Denen ist das egal. Ja, das stimmt. Also die Hauptsache Kohle, Kohle, Kohle. Ja, aber nur den Aktionären. Ne? Ich meine, bin jetzt therapiert, ich hätte auch Kohle gerne. Du auch, ne? Mhm. Ich so. Nee, wir möchten Unterhaltung. Also für mich ist Star Wars Unterhaltung nicht nur ein Märchen. Also ist noch niemals ein Märchen für mich. Bin ich ehrlich, weil Märchen ist was für mich anderes. Die DDR-Filme, da waren für mich Märchen der Aschenbrödel oder so. Ne? Ja, oder Kryptik, ihr wisst schon, da. Prima Stadtmusiker. So was ist für mich Märchen. Nein, Star Wars, das ist so Science Fiction ist das auch nicht. Galaxy, nein. Also Galaxy Fantasy. So ja. Ähnlich wie Galaxy selbst. Also die Jungs, Galaxy auf diese komischen Viecher da. Das ist nicht so ein Fantasy-Film. Ja, nee, ja, nee, Fantasy. Ja, meinst du jetzt ja oder nee? Nein, das ist eine komische Genre. Das, ja. Ja, weil Fantasy ist wieder hier Kluft an, Dings da, Drachen und so Quatsch. Ja, das muss doch nicht immer mit Drachen zu tun. Ne? Ja, aber guck dir da auch Game of Thrones, da läuft da wie Hacke. Ja. Game of Thrones, habe ich noch nie gesehen, aber die anderen, die schwärmen davon. Ja? Ich kenne die Serie auch nicht. Nee, habe ich nie gesehen. Ja? Ich wusste zwar, dass Mädchen das dann mal gespielt hat. Okay, da habe ich, weiß ich auch nicht warum, da war die Spitzerphase noch nackt. Da. Ja, keine Ahnung. Deswegen wusste ich dann Game of Thrones. Ich wusste nicht, warum die ausgezogen wurde, weil die wurde, glaube ich, verkauft. Ja, weil ich sehe gerne Atlantis oder CGI. Ja. SG1, Entschuldigung. SG1. Und da spielt dieser ja mit, den langen Haaren da, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der ja auch Aquarius jetzt bei Marvel gespielt hat. Also ist ein guter Schauspieler und durch Zufall kam das. Ich zipp ja nur, ich gucke ja kein Fernsehen. Weil so langweilig, auch gestern. Aber mittlerweile hat man keinen Bock mehr zu gucken, weil ich jetzt weiß, Netflix geht direkt rein. Oder, ne, genau da rein. Ja. Ja, da kannst du Filme gucken. Und, oder selber mal in der Videothek da rumgraben, komm, hol den Film raus, hol den Film. Jo, am Freitag habe ich Filme geguckt, ey. Da haben wir uns angeguckt, ey, was ist das denn? Ja, man kauft halt Filme, weil man irgendwie sammelt und man schaut die nie und irgendwann, ey, weißt du was, die gucken wir heute mal. Ja. Die hätten wir drin lassen sollen. War nichts. Nee, das war nichts. Ne? Also, das war nichts. Also, die Filme waren Schrott. Ne? Und so ungefähr stelle ich mir das Ganze ja auch vor. Siehst du, Star Wars kann mich nicht umhauen. Weil das ist irgendwie, ich meine, bin jetzt auch, in dem Moment war ich wirklich auch die Kollegen, ey, was ist das denn? Was haben die denn da gemacht? Das sind ernstzunehmende Leute. Das sind jetzt also nicht Fantasten oder so. Wenn ernstzunehmende Leute, dann achte ich schon drauf. Wenn die anfangen da zu heulen, ne, die ganze Fantastereien da, habe ich ja nichts gegen. Ja, wenn man so fantastisch unterwegs ist. Aber ja, so eine Therapie schlägt auch einen ein. Also ich sehe das alles positiv. Ich freue mich auf 2019, ich freue mich auf eine Star Wars Show, die beiden, nettes Mädchen da, die Mexikanerin. Ja. Die hat es mir angetan. Sieht gut aus, spricht gut. eine Frau halt, ne? Die halt gut rüberkommt. Nein, die bringt irgendwie Star Wars gut rüber. Die passt. Ja, das stimmt. Ja, okay, die ist mir aufgefallen, weil der Typ aufgefallen, weil der gut drauf war, der ist nicht mehr da. So ein Blonder war das. Jetzt ist so ein Schwarzer und der ist plötzlich Vollbart. Ja. Da fiel mir die auf. Sag ich, stopp mal. Ja, ne? Und jetzt ist halt sie da und hat Dean da. Und der ist jetzt nicht so da, wie der Blonde da war. Ja, ja, du weißt das schon. Ey. Ja, Therapie, aber man ist halt in diesem Therapiemodus. Ne? Ja, du musst dich bei Star Wars therapieren lassen, das hat es noch nie gegeben. Also wirklich nicht. Bei George Lucas Lied ist einwandfrei, ja. Du gehörtest zu 501, dann warst du 501, da warst du stolz drauf wie Oscar. Ja. Heute muss das ja alles suchen, weil da passt ja gar nichts mehr, weil Disney will das nicht, Disney will dies nicht. Selber produzieren die nicht gute Figuren. Ne? Hast du ja gerade gesehen, das war nicht. Das waren die Disney-Figuren, die da auf dem Tisch standen. Ja. Das ist nicht die Qualität, das ist ein Original Disney. Die liefern die, 1995. Das ist Mini-Ausführung. Ja, aber ist halt, die sind von Disney, so eine Schachtel kannst du kaufen. Ja. Ich äußere mich jetzt mal nicht dazu. Nee, kein Hasbro oder so, nein, kein Vintage, nein. Kein 601 oder so oder 12 Inch. Nee, das sind die Wenn Disney. Wenn ich dazu äußern würde, kommt nachher lange Piep zu. Ja, genau, nee. Da muss ich den Stecker ziehen, das geht nicht. Ne? Das machen wir nicht. Ja, Schrott hat also auch einen Sinn, vermarktet zu werden, aber geht an sich noch. Die anderen Sachen, die ich an sich vielleicht in der nächsten Sendung auseinanderrupp, dann freut sich jetzt schon mal Amazon, wenn wir da mit dem Armband arbeiten,
Da gibt es ja dieses neue Armband. Ja, diesen Link da. Ja, dieses Comlink. Comlink, ja. Und dann kann man mit den Teilen da arbeiten, dann kann man das vorführen. Ob sie auch ein paar hundert Euro, die wir da vernichten vor der Kamera, nur weil wir es auseinandernehmen. Ja. Nur der Teil. Die Uhr ist ein bisschen teurer, ist klar. 5 Euro mehr. Ja, 5, ja, 2 Nullen hinter, aber egal. Ist egal, also die Uhr ist eine Spezialuhr, die geht jetzt keinem an, außer wenn ich drauf gucke. Ja, er sagt Knight Rider für Arme. Ne? Ich habe Knight Rider für Arme, die quatscht mit mir, die sagt, ich soll 6000 Schritte machen, ich soll dies machen. Dann spricht die, ja genau, deswegen sprach die mit mir. Ich keine Ahnung, da sprach die mit mir. Ich kann das nicht verstehen, was die da gerade sagt. Was hast du denn drauf? Ja, bin ich wohl an, mich um, da. Ja genau, da bin ich hier wohl an irgendeinen Modus gekommen. Neue Erinnerung, ich habe keine. Ist heute der erste Sonntag, steht hier. Der erste, heute keine Ereignisse, doch, wir drehen. Ja. Das ist das erste Ereignis, wir drehen die Therapiestunde mit Star Wars, die unheimlich lange wird, weil wir euch diese Therapie auch ein bisschen näher bringen wollen. Ja. Ich glaube, wir sollten gleich noch einen Kaffee trinken. Ja, tun wir ja auch. Also ich bin soeben, warte, 1900 Schritte gelaufen. Also 1900 Schritte bin ich schon gelaufen, aber 6000 schaffe ich noch nicht. Ja, machen wir auch schnell wieder weg. Doch. Ja, doch, hin und wieder quatsche ich mit mir. Auch vorhin war dein Piepen, das weiß ich. Ja, ist ja. Also brauchst du eine Piepuhr, damit du weißt, wer da gepiept hat. Ja, sicher. Ja, das neue Telefon, das ist nur so ein Ding da und dann kannst du dir auf dem Arm, dann kann man hier auf dem Arm gucken. Das ist das Neue, ja. Aber die will ich nicht. Bin zufrieden mit der hier. Star Wars ist, wie gesagt, auch so ein Hightech. Ist halt so, das passt. Ne? Die Uhr passt. Das gibt's eigentlich, ja genau, gibt's bei Smartphone. Gibt es bei Star Wars überhaupt Smartphones? Oder haben die immer noch dieses komische Gerät? Ja, diese komischen Comlink da. Ne? Ja, haben die immer noch? Weil in den neuen? Nee. Deswegen ist uns das gerade aufgefallen. Die unterhalten sich ja telepathisch. Er war da irgendwo da auf seinem. Und sie war ja. Sie war Ahu. Ja, sie war ja bei Ihmchen. An sich hätte Ihmchen. Also, ne? Luke Skywalker hätte das ja an sich auch sehen müssen. In wem redest du da? Doch, wie er reinkam, hat er die beiden gesehen. Wisst ihr, wie die beiden gerade sich berühren? Ja. Das hat er, glaube ich, gesehen. Ne? Deswegen hat er ja geschrien, deswegen flog ja auf alles auseinander. Ja. Aber trotzdem, so ein Hobbit-Film war es schon. Also wie, er liegt so als Hobbit rum, ne? Das war schon. Oder die Milch. Also die Milch, ja. Also, ich weiß nicht, ob die uns wirklich erklären wollen. In jedem Film, ja. In jedem Film war die Milch, wirklich. Man hat sich nicht darauf konzentriert, aber man hat uns das Konzentrat sozusagen nachträglich. Aber hast du die Milch nicht gesehen? Die blaue Milch? Ne? Und dann guckt man ihn an, dann geht man nochmal in den Fernsehen, also ins Kino, und dann achtet man trotzdem, dann achtet man drauf. Ja, die blaue Milch. Genau. Ja, das war bei Rogue One so. Ja? Man achtete wirklich drauf, dieses Mädchen an, ging Tür auf. Man achtete wirklich da auf die Milch. Weil die Milch war ja auch wirklich im Fokus. Sie war da, aber ein Zuschauer, der davon keinen Plan hat, der denkt sich nichts dabei. Der guckt sich da alles an und so. Weil wenn man den nachher fragt, das wäre eine tolle Geschichte. Bis im Kino, kommst raus und dann bist du gefragt, hey, hast du die blaue Milch entdeckt oder den roten Schuh? Hä? Blaue Milch, roten Schuh? Ja. Ja, und nachher ist das unheimlich wichtig. Ja, oder du hast eine Stimme. Trinkst du gerade meine Müllermilch? Ja, genau. Trinkst du gerade meine blaue Milch? Hä? Ja, so ungefähr. Ja. Hä? Ja. Da achtet keiner auf die Milch. Ja, ich war aber. Das ist sehr lustig. Ich bin jetzt seit 41 Jahren Star Wars, wenn du auch. Ja, vom ersten Tag an habe ich noch nie an die Milch gedacht. Ehrlich nicht. Also, ich meine, ich habe jetzt zu viele Versionen gesehen. Ich habe damals leider das Original gesehen. Vielleicht habe ich ja auch gesehen, das Original. Ja, da war kein Hub so. Also, da war nicht so viel Tricktechnik. Ja. Man sah ja sogar die Schablonen von den Flugzeugen da. Ich hatte leider so ein Wahnsinnskino, wo man wirklich sehen konnte, dass es das Papier war. Dass sie. Ne? Ist halt schief gelaufen. Aber egal, nein, wirklich. Ich musste die Version rausholen, die gibt es wirklich. Da kannst du wirklich sehen, dass das Schablonen waren. Und die waren zu hart belichtet. Jedenfalls in dem Kino konntest du es sehen. Wodurch, weiß ich nicht. Ist nicht schlimm. Und nachher wurde es ja nochmal. Und dann hat er sich ja das neue ausgedacht. Die wurden dann ja komplett nochmal bearbeitet. Richtig, genau. Und dann haben sie ja, guck mal, 18 Tage, nee, 180 Tage, jedenfalls sehr wenige Tage haben die nur gedreht. Der Rest war der Computer. Ja? Also, die saßen da auf so komische Holzpferdchen. Das sah irre aus. Das sah wirklich irre aus. Sogar der Harrison Ford ist ausgerastet, weil er nichts gesehen hat. So kann ich nie arbeiten. Er musste sich dann nämlich vorstellen.
Er musste sich vorstellen, dass da was ist, was er umlenkt. Das war gar nicht da. Ja. Das sind, die heutigen Schauspieler können das, wenn du die siehst, wie die da auf so einem Teppich rumrobben da. Die haben nichts da, die haben Strampelanzüge an, das sieht sowas von lustig aus. Strampelanzüge haben die an und die sehen wirklich fürchterlich aus, wirklich fürchterlich sehen die aus. Und auf einmal, wow, Wahnsinn, ne? Das ist Skelette oder ne, super, oder sind ein Dino oder verändern sich, werden zu Transformern oder so. Hammer, nein, wirklich Hammer. Ja, ist klar, so uralt, der Mann die 79. Ja, guck mal, Indiana Jones irgendwie durch diese Verschieberei, Indiana Jones 5, an sich, wenn man drüber nachdenkt, ich weiß nicht, welchen Teil das war, habe ich jetzt vergessen, wo Mr. James Bond dabei war als sein Papa, im dritten, siehst du, war John Connery da als Papa, so ungefähr, ist er jetzt ja auch. Ich meine, ja, wenn sie den verjüngern, geht ja. Dann machen sie ihn halt jünger, aus 50, also erstmal, er arbeitet mit 79, das sieht man ja mittlerweile. Wenn du die Fotos siehst, wenn er in so einem Restaurant ist. Ja, so. Der wird ja halt mal älter. Das ist recht, 79 sieht man ihm an. Ja, ich meine, George Lucas ist auch in dem Alter, sind alle gleich irgendwie alt. Sieht man ihm nicht so an, noch. Norden ist wohl genährt und so. Also kränklich sehen sie nicht aus. Aber man hat in dem Alter doch keine Lust mehr. Ich meine, ich finde es toll, dass es gemacht hat, dass es verkauft hat. Okay, er hätte jetzt, sagen wir, nicht verkaufen müssen. Er hätte es ja als Art-Direktor. Aber als Art-Direktor gibst du Geld aus. Tue ich ja auch. Ja. Ich bin ja hier der Producer. Ich gebe das ja alles aus. Ich kaufe das ja alles. So, und dann denkt man sich auch irgendwann, weißt du, komm, ich verkaufe das, mach du das. Du hast mehr Ressourcen, du kannst mehr machen. Aber die dürfen nicht vergessen, dass da Fans sitzen. George Lucas hätte die Firma damals einfach behalten. Ja, oder? Kohle. Der hätte das nicht gebracht. Weißt du, wie teuer das ist? Das ist genauso, was ich vorhin gesagt habe, mit Atlantis oder SG-1. Das hat auch lange gedauert, bis das geklappt hat. Waren viele, viele Jahre, wo die sagt, das klappt nicht, weil die Technik nicht da war. Dieses Zurückfahren, ne, diese Hauben. Diese Technik, das war zu schwer, das machte keinen Sinn, weil das merkte man. Also beim Film muss man ja schon aufpassen, dass die Illusion bleibt. Also, und die drehen ja jetzt momentan mit IMAX und mit 3D, zwar in der Froschperspektive, dass man reinguckt und ich, ne, da kommt nichts raus. Ich hab lieber Filme, wo ich immer zur Seite gehe. Ne, wenn da was rauskommt, dann sieht es einfach so toll aus. Es gibt ja so Filme, die extra so gedreht wurden, wirklich auf 3D. Ja. Das fehlt mir hier. Aber ich mag es trotzdem in der Tiefe. Man sieht alles, ist gut gemacht. 4K, 3D ist halt nicht für den Hausgebrauch, sondern nur fürs Kino und macht Spaß. Ja, und dann, wenn man, okay, Atmos fahren die auch nicht. Die fahren normal. Also, ich habe noch keine Atmosphäre gehabt bei Star Wars. Der Ton ist auch vollkommen normal, wie die das benutzen. Wir müssen uns, wie gesagt, jetzt wirklich verabschieden, weil der Komponist will nicht mehr, die sind zu alt. Der ist ja auch schon über 80. Ja, dann ging ja. Ja? Ich meine, so schlimm war das nicht. Ich meine, die Trailer bei Han Solo Story waren nicht schlecht. The Ugly and the Best kam ja natürlich nicht im Original vor, aber in den Werbeblöcken und so, das war schon nicht schlecht, dieses Ugly and the Best, so richtig Western-Stimmung da, ja. Ich meine, allen hat es gefallen, den Kunden hat es gefallen, mit den Leuten, worüber ich mich unterhalte, denen hat es gefallen. Rogue One mittlerweile wird wirklich hochgearbeitet, wow, Rogue One ist wirklich absolut bei einigen doch der Favorit. Wirklich sagen die auch, ey, also auch Rogue One hat voll reingehauen, für mich persönlich auch, weil er wertet 4 auf. Wann sind auch nur ein paar Sekunden da, er haut ihn, also, ne, so, keine Ahnung, der eine hat mir auch die Minuten da erzählt. An sich, durch das, was jetzt geschehen ist, ist mir als Uralt-Fan klar geworden, da ist viel mehr hinter. Ja? Der Falke ist viel intelligenter, weil er diesen Roboter bzw. Druiden in sich hat, der wirklich alles weiß, er kann. Der hätte den Sprachgebrauch noch gehabt, dieses Freche, dann hätte man lustig, aber wäre, glaube ich, zu lustig gewesen, wenn der Falke fängt an, da Stimmung zu machen. Also wenn Han Solo mit dem Falken integriert hätte, weil er fliegt nicht so, wieso denn nicht und so. Hätte vielleicht ein bisschen mehr Witz. Ich meine, du merkst gerade, wenn man so therapiert ist, kommt man dann in, ja, man ist ruhig, man ist nicht mehr so auf Hass.
dann könnte man den Falken viel lustiger machen, weil ich habe jetzt gehört, dass er vernichtet wird in 9. Ist klar, die wollen sich von alles verabschieden. Dem Original, dem, also der Falke gehört ja jemand an sich. Der ist ja nur vom Pokerspiel und so weiter. Ja. So, und der Lando Calrissian, also der Lando Calrissian, nach so vielen Jahren, passt es ja auch, ist ja auch 81 der Mann, ja, dass er den ihr auf irgendeine Art wieder zurückkriegt. Weil Han Solo ist ja nun mal nicht, verstehst du, ist verstorben, irgendwie ist das Ding frei. Wem gehört das jetzt? Rey? Normalerweise Chewie und Rey, ne? Ja, Chewie könnte man so sagen. Aber Chewie ist aus der der ist aus der Lebensdinges raus. Der ist frei. Chewie ist jetzt frei. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt bei Rey hat ihn ja noch nicht gerettet. Und sich bei Finn. Finn hat ihn in den Verband schlimm gemacht. Der hätte ihn beide auseinandergerissen. Ja, Finn ist auch so eine Sache da. Klumpputze, der alles kann. Ja, ich meine, ja. Ich werde auch Toilettenreiniger und kann alles. Ja, ja, ja. 9 Kilometer Raumschiff putzen, aber ich kenne alles. Jetzt, ey, Wahnsinn. Lux-Kompensator, oder ich weiß, wie man den überbrückt. Immer. Ich gehe dann zu Poe Dameron. Immer, Poe, wir brauchen einen. Immer, wir brauchen den besten Knacker aller Zeiten da. Ne, mit der Rose da oben drin. Und was kriegen sie da? Einen Lümmel kriegen sie da. Der die auch noch verarscht und verlümmelt. Ja. Der ist halt so. Ne, ich meine, G8, merkst du. War nicht so der Brüller. Ja, für die da. Für die, ja. Für die manifestieren. Für mich war okay. Nur. Wenn Ernstzunehmende neben dir sitzen, Ernstzunehmende, also echte Filme, Leute, dann ist klar, dann ist plötzlich der Traum weg, du bist geplatzt, weißt du? Ja. Man lässt den Hass ja nicht auf sich zu. Man denkt, ey, was wollen die eigentlich von mir? Ist doch in Ordnung, verstehst? Man versucht das nicht zu sehen. Man versucht es nicht zu sehen, was man sieht. Man nimmt es, ist okay. Ja, ist genau mit der Mondlandung. Ja oder nein, verstehst du, irgendwas passiert da? Und dann sagst du als Kind, ich war 6 Jahre alt, warum pendelt da die Fahne? Da war ja keiner. Der stand da, die Fahne war da und plötzlich fing die an zu bewegen. So, wieso bewegt sie sich? Ne? Bin ich nie vergessen. Ja. Im Weltraum gibt es keinen Wind. Deswegen ja, war ich also auch prekär. Also man, weil Film ist ja auch alles. Film ist ja ein bisschen ein Stück Realität, wenn man sieht, stopp mal, im Weltall ist nichts. Wieso fliegt die dann da, die Miss Poppins? Ja. Ja, ist so. Und da macht die auch noch die Augen auf. Die hätten sofort platzen müssen. Bei der Kälte? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also, ich meine, sie hätte man jetzt, okay, sie war in der Macht, man verkauft das jetzt. Aber man hätte es zeigen können. Dass sie hat man ja noch nie gezeigt in der Macht. Sie hat man ja nur gezeigt, dass sie irgendwie was spürt. Aber man hat ja nie gezeigt, dass sie die Macht hat. So, jetzt hat man ja gezeigt, dass sie die Macht hat. Sie hat sich da, ne? Wenn man andere Spielfilme sieht, okay, wir haben da kleine Roboter, die schützen und so, gibt es ja auch. Die Filmserien laufen leider bei Sci-Fi und dann nur sehr kurz, die reiße ich jetzt nur eben kurz an. Aber Matter hieß die, Dark Matter, da war eine schöne, aber hat man leider nicht weitergemacht. Mir hat die wunderbar gefallen, war eine gute Sci-Fi, Science-Fiction-Serie, eine kanadische Serie, sehr gut gemacht. Und deswegen, wenn man das alles so sieht, Weltall, Firefly, die Serie, die es leider auch nicht mehr gibt. So, wenn man das alles so zusammensitzt, aus allen ist es ja irgendwie. Ja. Star Wars geht ja aus irgendwo, wenn er so sitzt, erster Teil, das meinst du, das Pferderennen mit Ben Hur. Ne? Ja, ist das so, ja. Oder man spricht da von Jesus Christus, da ist der auch sehr erwähnt. Ja, so. Mit Mythen, Legenden, Religion. Richtig, ja, so. Und wenn man, ja, genau. Und Star Wars ist ja aus allem genommen worden. Star Wars ist ja wirklich aus Orpheus und ebenfalls aus Literatur, schwerliegende Literatur, leichte Literatur. Und dadurch irgendwie, wenn du ehrlich bist, ein neues Rad erfinden kannst du nicht. Ja. Ne? Man kann höchstens irgendwas entdecken und das dann einpflanzen. Sagen wir mal, irgendeine Münze finden oder irgendein Schiff finden, das 36 vor Jesus, also vor dieser Zeit oder 100 Jahre vorher, dann sagst du, wieso kommt das? Wieso hatten die das? Ne? Mhm. Ne? So ungefähr, dann könnte man das jetzt, sagen wir mal, adaptieren in Sci-Fi, Science-Fiction, Märchen und so weiter. Daraus könnte man ja wirklich was Tolles machen. Ja? So, und wenn man das aber leider gelesen hat, wenn man Literatur gelesen hat, wenn man halt sich dafür interessiert und wenn man gestöbert hat, dann merkt man plötzlich, könnte von da, könnte von dort,
Ja, und wenn du dann weiterliest, dass irgendeiner, wie Cameron zum Beispiel, ey, du hast mir dann das geklaut, ne? Ja, hin und wieder wird ja da, das, ja, hallo, du liest, euer Nehmer. Ja, genauso wie ich so gerade so dieses Manifest hier ein bisschen übersetzt habe, so, wenn ich das jetzt verdeutsche, kommt natürlich eine deutsche Sache dabei raus, aber im Kern ist es, ich habe 200 Millionen, macht AR89, hier hast du ein Manifest, wir sind die Fans, wir wollen das sehen, sonst haben wir keinen Bock mehr auf Star Wars. So, ist gut, habe ich gelesen. Und dann habe ich das mal wieder durch die Menschheit gejagt. 7 Milliarden, sage ich jetzt mal. 7, 9 Milliarden, keine Ahnung, ich habe sie jetzt nicht gezählt. Geteilt dadurch von 40.000 ist das für mich ein Fliegenschiss im Weltall. Ein Promille, wenn überhaupt, die da Lärm gemacht haben. Und wenn ich Disney sehe als Großkonzern, ABC Studios und was weiß ich nicht alles haben, mal eben Neues kaufen für zig Milliarden. Kann sein, dass es in Wirklichkeit nämlich das war. Die haben jetzt das gekauft. Central Fox kriegen sie. 21 Central Fox machen die dann die Sendungen. In den Sendungen soll ja Star Wars kommen als Serie und so weiter und so fort. Also sie machen. Punkt für die aus. So, jetzt muss natürlich auch Rendite kommen, ist richtig. Viele sagen nämlich mittlerweile, sehr viele sagen mittlerweile, dass die Sequels besser waren, also die jetzigen, wie die Filme überhaupt selbst. Also es gibt's auch. Es sind immer so ein Promille, die jemand sagen, ja, denen gefällt, nein, wirklich, die, ey, was habt ihr, was habt ihr? Hat so klasse, Rogue One, klasse. Ist alles gut. Ja, nein, nur. Ist aber auch nur ein Promille. Ja. Nein, nein, ja nur. So, und dann wird das 500 Mal hochgefahren und jeder glaubt. Deswegen meine ich ja, das Internet ist nicht nett. Das Netz ist ein Netz voller Spinner, die spinnen. Und diese Spinnenfäden greifen wir auf, ziehen durch und hin und her bleiben wir dran kleben und dann spinnen wir auch. So ungefähr ist das Netz mittlerweile geworden. Und dadurch kommt auch Star Wars rein mittlerweile, denn bis 1999 musstest du wirklich lesen, jemanden finden, der auch Spaß dran hatte, sonst hattest du gar keine Chance. So, 95 hat sich jeder wirklich gefreut, wie er hörte, da kommt was. Und dann haben die auch gesagt, ey, mit den Klonkriegen, ja, boah, wie machen die das, wie kriegen die und die Schlachten, ja? Das war nur Unterhaltung, nichts Internet. Also World Wide Web hieß es früher, Entschuldigung. Ja. Ja, so, im World Wide Web, das kann ja so langsam. Ja, und in dem Moment, wo wir frei waren, als Community, wo wir, erst war ja als Star, so, mochte keiner. Ne? Sollst es kaufen, kaufen, kaufen. Und jetzt kommt es nämlich. Jetzt sollst du nämlich wirklich nur noch kaufen, kaufen, kaufen. Und das tut irgendwie weh, wenn du kein Fan mehr bist. Wenn du kein, wenn es wirklich nur ums Geld geht. Han Solo hat 69 Millionen. Interessiert mich nicht, wie viel der eingespielt hat. Ich will den Film sehen, verdammt nochmal. Mir macht der Film Spaß. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe da welche gekauft für 3,50 €. Die Filme sind auch gedreht worden. Die sind noch schlechter. Die sind so schlecht, da frage ich mich heute noch, warum habe ich die 3,50 € nicht in Automaten gepackt. Ja, ist wahr. Ne? Ja, ist so. Bei Star Wars machen die eine riesen Seifenblase auf, drehen da am Rad, hauen da und Manifeste und so. Es gibt tausende von Filmen, die sind so schlecht, da wird dir schlecht. Ja? Und da sagt keiner was darüber. Und das sind auch gute Schauspieler bei. Das sind keine No-Name-Schauspieler. Da fragt man sich auch immer, hat er an dem Tag gesoffen oder was? Oder hat er den unterstützt? Oder ist das Regiearbeit? Weil viele müssen ja studieren, da müssen eine Regiearbeit ableiten, dass sie sagen, die, komm, ich mach mit. Ist in Ordnung, komm. Ja, das sind aber auch solche Filme. So, und wenn du die siehst, dann sagst du auch, oh, ja? Ja, ist doch wahr. Ja, Miami Vice damals, da war ja super klasse und danach der neue Miami Vice, da prügeln die sich. Dann müssen sie sogar den Hauptdarsteller auswechseln. Oh, ja, weil der keinen Bock hat. Ja, hallo, es geht nur um Kohle. Ich bin Zuschauer, ich möchte zu. Das hier ist umsonst. Ihr wisst aber, dass er hier umsonst halt, ne? Ihr wisst ja, dass er freiwillig guckt, ne? Das wisst ihr ja, ne? Das vergisst ihr ja nicht. Ne? Das ist er wirklich, ne? Ne? Will ich hoffen. Ne? Ist klar, muss man auch mal sagen. Ist ja halt nicht gezwungen worden, hier zu gucken, ne? Ihr kriegt keiner 5 Euro pro Nase da oder. Ne? Um das gesagt zu haben, ne? So, wenn ich andere Leute hier sitzen haben möchte, hochrangige Leute, von mir ist Mark Hamill oder so, Leute, das muss ich bezahlen. Der kommt nicht freiwillig, ja? Nicht nur, dass ich den bezahlen müsste, dass der hier sitzt und dann hier beim Sondersender Ultra D, Web TV und so weiter. Hallo? So berühmt? Nee. Sollen die anderen machen, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das sind alles große Firmen, ganz große Firmen. Die können sich das leisten. Und dann geht er von einem Studio ins andere Studio und jeder glaubt, ah, dann war der da. Nee, war der nicht. Der ist von einem Studio zum anderen gegangen,
auf der einen Seite IGN, auf der anderen Seite GameSpot, so wie die heißen, die anderen die Nerdies oder so. Das ist ein Raum. Ein Raum mit vier verschiedenen Kacheln, wo die da sitzen und ihre eigenen Sendungen machen, um das mal gesagt zu haben. Dann geht das auch. So, dann zahlt diese eine Firma einmal Herrn Hemmel, was weiß ich, zigtausende Dollars. Und man sieht ihn dann zehnmal woanders, aber in Wirklichkeit ist das ein und dieselbe Firma, nur verschiedene Dinge. Räume. Ja, richtig. Ja, oder der Raum wird mal eben kurz umgestaltet oder ist halt ein Spezialraum. Man kann ja Kulissen ganz schnell schieben, dann ist die Sache erledigt. Du hast es ja selbst jetzt miterlebt, wie das hier funktioniert. So, und nein, du siehst ja selber, wie die Sendung aussieht. Ja, staunst ja auch gerade nicht schlecht, wie du gerade am Gucken bist. Ich grüße dich, aber zieh rein für mich, bedanke mich, dass du da warst. Hörst du? Der wird aber, ja, der macht auch keiner. Weißt du, ihr dreht alle Filme, aber ihr grüßt eure eigenen Leute nicht. Nein, ja, ich grüße dich. Ich finde es toll, dass er da war. Ich finde toll, dass du da warst. Wenn das gesagt haben, hallo Frau, hallo Tochter, mach mal den Stuhl nicht dauernd kaputt, wollte ich mal gesagt haben, der braucht einen neuen Stuhl hier. Der arme Kerl hier, der piekt mir einen vor hier. Ich muss mal gucken, wo ich einen neuen Stuhl für ihn herfinde. Ich habe noch keinen über hier. Ich piek dir doch keinen vor. Doch. Nein. Hallo, du bist ein Sprachorgan, du bist ja ein Menschkontakter. Also piepst du. Piep, piep. Gib mir gute Pieptöne. Ja, kann ich auch nicht. Siehst du auch so? Wollte ich hochhalten, kann ich nicht, ist verkauft. Ja, so, okay, ein bisschen Geld verdienen muss ich ja auch. Also BB8, ich hatte reichlich BB8, sind alle weg. Alle jetzt weg, oder? Ja, ist keiner mehr da, jetzt sind alle weg. Die großen, die dicken. Die sind alle weg. Aber die Pieksoße haben wir noch, ne? Ja, die bleibt. Ja, die bleibt. Die habe ich versprochen, die bleibt. Aus reinem Porzellan. Also der BB8 reinem Porzellan bleibt. Und den hebe ich vielleicht irgendwann mal hoch. Heute ist Therapiestunde, heute nehme ich nichts hoch. Ich habe auch keine Lust, den Laserschwert aufzuheben. Habe ich auch keine Lust. Ich bin richtig therapiert. Ich bin richtig Star Wars therapiert. Ich habe ihn jetzt live hier begrüßt, wie ich euch Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen meine Realkunden. Wie gesagt, wir drehen. Ihr könnt auch, wenn ihr Lust, ich habe ja da auch so jemanden, der Star Wars mag. Solltest du durch Zufall dieses jetzt gesehen haben, du hast ja so einen Handzettel mitbekommen, du hast ja auch gesagt, dass du hin und wieder solche Sachen hier siehst, dann bist du auch recht herzlich. Natürlich können auch Fremde, aber wie gesagt, müssen wir vorher im Raum, im Studio bzw. an der Theke sozusagen in der Realität vorher absprechen, was wir an dem Tag drehen, wie wir an dem Tag drehen. Wie gesagt, heute war eine Therapiestunde. Ja. 3PO war müde, ist müde, bleibt auch nicht aus. Papa war auch müde, der musste von 3PO erstmal geweckt werden. Ja. Bin auch stolz drauf, dass die Uhr ruhig ist, weil sonst habe ich immer Pieptöne hier. Ne? Letztens auch, und man hörte gar nicht mehr auf. Piep, piep, piep. Dann hört nämlich dann gar nicht mehr auf, das Teil. Und ich habe auch keine Lust, daran aufzustehen, Kamera auszumachen, zu callen, recallen und dann weiterzuarbeiten. Heute merkt ihr einen Fluss, kein Schnitt. Wir haben auch nicht gesagt, bleib sitzen, wir kommen gleich wieder. Nee, wenn wir gleich Schluss machen, sind wir auch wirklich weg, weil wir sind therapiert. Wir sind richtig relaxed. Wir haben unsere innere Mitte gefunden. Ja, ich freue mich auch gleich wieder zu liegen, irgendwie zu schwelgen. Vielleicht gucken wir wieder Clone Wars an oder so, wer weiß. Schauen wir mal. Ja, nee, momentan, okay, gestern war Silvester, heute ist Neujahr. In 6 Monaten ist klar. Ja, wisst ihr, wann wir gedreht haben. Es ist Juli, wir haben Sommerloch, man merkt das. Irgendwie die Wärme draußen, die nicht richtig warm ist, weil ziemlich, Gott sei Dank, nicht so heiß ist, weil ziemlich viel Wind ist. Sonst hätte ich die Erkältung jetzt nicht bekommen. So merkt man das. Ey, ist Sommer. Aber alle fragen mich immer, merkst du nicht auch? Sei mal so los. Ja, so, ja, irgendwie so ein Drang, so, weißt du? Es verändert sich was. Schule aus, Ferien, ja. Urlaub. Irgendwie. Ferien fangen ja im 4. an. Ja, meine ich ja nicht, die ist raus. Die muss jetzt arbeiten, die muss ich jetzt vermitteln. Dann die Schippe. Ja, die muss jetzt an die Schippe, die muss jetzt, da sag ich auch, Mädchen, das schöne Träumen ist jetzt auch vorbei, du hast bald Arbeit, also musst arbeiten. Ich habe auch gesagt, vielleicht ab zum WDR, so was Papa macht, kann die Tochter ja dann auch machen, aber dann bei den Großen. Mal gucken, wieso nicht. Die möchte ja unbedingt gerne Schauspielerin werden, nur Schauspieler werden, das ist nicht so einfach. Das sieht man ja alles, was da so abgeht. Um solche großen Größen zu werden, muss man ja auch erstmal als junger Mensch hochgefahren werden. Und dann sieht man ja, wo man da endet oder wie man verendet. Denn Nummer 1, Anakin Skywalker, erster Teil des kleinen Jungen, finish. Man hört ihn nicht, man sieht ihn nicht, man ist halt so. Hat nicht sollen sein. Ja? Der ist weg von der Bildfläche. Der ist weg, ab 2-3, der ist ja noch da und den könnte man ja auch noch nehmen für andere Sachen. Aber was mich ein bisschen an Star Wars stört, jetzt im Moment,
durch 7 klappt eine Wunde von 30 Jahren. Und man hat es nur als Geld genommen. Nur fürs Geld. Alle anfixen. Alle 4 Generationen. Alle 4 Generationen saßen da. Waren, wow, da kommt da was. Und bei 8, batsch. Ist keine Generation mehr richtig fähig. Kannst du mich... Ne, viele kennen wir auch gar nicht mehr. In der 4., 5. Generation. Was ist es da los? Ja, ist so. Ja, viele kommt da wieder, wer weiß. Ja, aber so wie wir es kennen. Spaß, ja. Verstehst du? Spaß. Ja. Nicht anfixen, nicht sauer sein, Manifest. Aber wir hätten ja jetzt hier auch Hater werden können. Wir hätten ja aus einer Wahnsinnssendung machen können. Wir hätten uns ja regelrecht aufregen können. Da drin. Doch, siehst du doch. 200 Millionen. Ja. Irgendwann gibt immer Kohle. Da gibt man Magenschmerzen. Ach, hier gibt keiner Kohle. Hier muss ich Geld mitbringen. Ja. Ist so. Amazon freut sich, die Augustini freut sich. Ist so. Ne? Ich hätte mir auch vorgestellt, weißt du, wenn du so therapiert bist, so wie ich jetzt, so richtig innere Mitte, diese Ruhe, ich stelle auch gerade fest, dass ich die ganze Zeit was vergessen habe, aber auch egal, ich hoffe, ich komme gut klar damit, ich stelle das nämlich gerade fest, eine Lampe ist nicht an, aber ist egal, das merke ich jetzt erst, aber egal, jetzt gerade, wo ich Ferien, die hat Ferien. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch gut damit arbeiten konnte, wenn ich mir so nachdrehen. Nee, wenn nicht, müssen wir nachdrehen, ist klar. Da ist wieder Überstunden. Da werden wir Überstunden, ne? Dann kostet man auch 250 Millionen. Ist der Han Solo, ist der teuerste Film überhaupt? Interessiert mich überhaupt nicht, ob der teuer ist. Mir hat der gefallen. Mir auch. Nee, ist das so, ist ja egal, ob der 250 gekostet oder nicht? Von mir aus kann der auch 5 Euro kosten. Die Hauptsache, der Film ist gut. Korrekt. Oder 500 Millionen. Auch egal. Ist schon egal. Total. Ne? Also, weil der diese sogenannte Atmosphäre hatte. Dieses Dunkelheit und so. Ich meine, man hat gesehen, dass es hier um die Ecke gedreht wurde. Okay, ich habe da gesessen, habe gesehen. Ich war leider dabei, deswegen hatte ich diese Illusion nicht. In dem Moment, wo ich sah, immer die Straße kenne ich doch. Ist so oft auch. Auto kenne ich doch. Nein, wirklich. Ich wusste ja, wo die Matten standen, wo das nachher eingeblendet wurde und so. Weil wenn du so ein Rohling siehst, so wie das jetzt hier, ne? Okay, wenn du gleich diese Illusion siehst, ich grüße dich hier auf dem Weg nochmal, ich freue mich, dass du den Film anguckst, ne? Marco, Live3.io, bedanke mich, dass du da warst, wirklich, tue ich hiermit, in der Zukunft, weißt du? Ja, so muss man das auch machen, der Film wird doch gedreht. Jetzt sage ich danke, dass du da warst, ne? Und dann sage ich aber danke, dass du da warst, verstehst du? Das muss man auch mal bringen, sowas. Dreht Filme, wie ihr wollt, ey. Und dann haben wir nachher ein Déjà-vu, ne? Ja, du hast ein Déjà-vu. Weil du, ich grüße dich jetzt noch einmal, weil du jetzt da sitzt, aber ganz anders sitzt. Ne? Wie du hier, also ich grüße dich jetzt hier, weil du hier bist, ich bin so stark. Ja. Wenn man so therapiert ist, so Star Wars therapiert ist, kommt man auf die tollsten Klöpse, ehrlich. Das soll ich dir. Ja, ist halt. Man ist ruhig und so relaxed, aber... Gib mir doch mal was von den Drogen. Ja, siehst du, da sind wir aber auch wieder zum Schluss. Hotel K, ne, ist klar. Siehst du, passt auch alles. Hotel K, ist klar. Block B. Okay, haben wir versprochen, vielleicht machen wir das auch gleich. Man muss ihn aber ernsthaft fragen, dann muss ich ihn, glaube ich, wirklich dopen. Dann machen wir gleich mal eben so ein Block K, umgekehrt. Hotel K, Block B, Special. Bedanken wir uns auf dem Weg dann sozusagen bei den beiden. Es tut uns natürlich leid, dass sie sich auf 2,7 Quadraten leben müssen. Aber ihr kommt so sympathisch rüber, das ist, sonst würden wir nicht gucken. Die beiden sind sympathisch, auch mit dieser Seile da. Das ist gar keine Seile, aber ich meine, du nimmst einen Lüfter auseinander, sagt der andere mal, das kannst du jetzt als Salatseile nehmen. Ich finde es stark, dann kippt das da noch runter. Ich meine, diese Slipstick-Komik dabei, Jungs, ihr seid spitze. Klasse. Ich frage ihn gleich höflich, dann machen wir sowas. Muss ich aber gucken. Kann ich jetzt nicht so einfach versprechen. Da muss ich Ihnen jetzt erstmal Kaffee geben. Meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich noch einmal, dass ihr überhaupt Lust hattet, dieses zu sehen. Das war, wie gesagt, Therapie. Star Wars Therapie. Geht jetzt mal in euch selbst hinein. Wenn ihr aufgeregt wart, wenn ihr Hasser wart, so richtig, ihr wisst schon, so Manifestationstypen, die also auch schon so richtig in den Hufen kratzten und so. Ruhig. Ganz ruhig. Wir Deutschen sagen ja immer, bleib ruhig, Brauner. Ne? Ist klar. Es ist alles nicht so schlimm. Es ist ein Promille Ärger in der Luft. Ein Promille Ärger in der Luft, wirklich. Glaubt es mir. Es ist nicht viel los. So, und diese ganzen Special Firmen, die also wie gesagt die Möglichkeit haben, daraus 500
Prozent zu machen. Es sind wirklich ein und dieselben. Es ist eine Firma, eine große Firma, eine verdammt große Firma, die in Amerika agiert, in Frankreich agiert und in München auch den Sitz hat. Und die Leute, die vor der Kamera sitzen, viel Geld verdienen, also so viel auch wieder nicht, aber genügend. Und dann gibt es noch welche, die von ARD, ZDF und Deutschlandradio gesponsert werden. Die kriegen wirklich so 80 bis 100.000 D-Mark, Entschuldigung, Euro, weil ich im Deutschmodus war. Alles gut. Ja. So, 100, bis zu 100.000 Euro bekommen die, um solche Sendungen machen zu können. Und die haben nichts anderes gemacht, was wir beide jetzt auch gemacht haben. Ich freue mich, wenn ich den Kaffee kriege. Ja, den kriegt er ja auch. Kekse kriegt er ja auch. Nein, er kriegt auch noch mehr, ist klar. Kriegen wir alles schon hin. Zwei Kaffee. Nee, da kriegen wir wirklich alles hin. Nee, ich meine nur, um die Leute auch mal, hallo, Therapie. Bei einer Therapie ist man ruhig, da sagt man die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Meine Güte, so schlimm war das doch gar nicht. Nee, gestern war Silvester, heute ist Neujahr, in 6 Monaten, ist klar. Nee, ja, so ungefähr, nein. Das kommt ja auch durch Block B und K. Die sind sechs, guck mal, die sitzen schon am Schlafen, Mann. 6 Stunden vor. Hör mal, die haben 1:30, 2 morgens haben die jetzt. Die schlafen oder sitzen jetzt an den Geräten, weil dazu war. Verstehst du, was ich meine? Die leben, es gibt Menschen, die leben schon in der Zukunft. Ja, die haben aber jede Nacht 27, 28 Grad, locker. Bestimmt, müssen wir mal fragen. Ja, also, ne? Oder wir sind gerade dabei, mit der Seite zu spielen. Ne? Ja. Naja, ist klar. Also wie gesagt, Star Wars nimmt es bitte nicht so ernst. Man war wirklich in diesem Fieber, wirklich. Weil Star Wars nächstes Jahr, da werde ich ziemlich hoppelig sein. Also da werde ich wieder durcheinander sein. Weil ich bin dabei. Ja, klar bist du dabei. Leider nicht vor Ort, weil dieses Jahr, Quatsch, letztes Jahr war ich in London, 3 Tage. Leute, ohne mich. Ohne ja, leider. Da kann man uns noch nicht so, weil er war da irgendwo noch. Ne, ich habe noch nicht zurecht gebaut gehabt. Ich habe den Stromstecker noch nicht gefunden. Aber egal. Aber jedenfalls war es Wahnsinn. Deswegen, da, also 2015, 16 war super, wirklich. Diese ganze Conventions und da. Und wie die dann plötzlich sagten, jo, Tour auch zu, machen wir gar nichts. Dadurch kam das. Deswegen, die gesamten Conventions auf 2014, für 15, ja. Die haben uns doch angefixt. Die haben, ey, da musst du rein. Da war doch die ganze Atmosphäre. So, und jetzt auf einmal, wir machen nichts. E8 war grottenschlecht. Wir waren, keine Resonanz. 6 Monate später Han Solo. Was ist denn los? Hier ist kein Mensch. Keiner drin. Wieder Irritation, alles Irritation. Also Kino war ziemlich leer. Ja, korrekt. Ne? War noch nicht viel. Auch wenn du vorne an der Theke standst, keine Euphorie oder so. Wirklich nicht. Hä? Guck den an. Nö. So, ich möchte gerne Kino sehen, weil es diese mit Atmos und so. Ja. Rüttelstühle. Nö, da läuft Infinity War. So, ich, was habe ich damit zu tun? Ja, ich wollte, weiß ich gar nicht. Da musste ich halt in dieses Kekskino da und naja, war auch nicht teuer, nur 13,50 €. Aber naja, habe ich wieder dran angehört. Ja, war in London, war mit Familie drin und haben uns so da angeguckt und haben gesagt, naja, Okay, Therapiestunde Star Wars ist beendet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße euch total recht herzlich. Wir achten drauf, mal schauen. Keine Euphorie, kein Hass, ganz relax. Was August passiert, wissen wir noch nicht. Ich meine, heute war es eh so ein Tag. Wenn du, pass mal. Kein Bohrer, nix, kein Gequietsche. Nee, alles gut. Keine Vögelchen, die am Piepen sind. Ich war heute Morgen 6 Uhr wach. So Grabesstille. Doch, Vögel höre ich. Ja, ist der Sonntag heute. Ja, nee. Ja. Dann ist den Leuten da draußen egal. Ich kenne die Tage anders. Und nur heute ist. Keine Ahnung, heute. Nein, wirklich. Heute Morgen 6 Uhr, was ist denn los? Todesstille, alles. Da war ich noch im Tiefschlaf. Oder, ja, oder die Leute haben irgendwie Befehle. Sag ich ja, man tat so, als ob wäre der 31. Nee, doch, der 30. Also gestern war Silvester und heute ist Neujahr, in 6 Monaten. Ja, so, also, ich rede, wie die gesprochen haben. Ja, da habe ich geguckt, wie redet ihr denn? Fand ich, okay, war ein Witz. Ey, weißt du überhaupt, dass in 6 Monaten alles wieder vorbei ist? Wenn man ehrlich ist, stimmt. Das geht. Da sind wir wieder bei der Szene hier. Hä? Genau. Die hat gar keine Angst, die Pferde. Ey. Luke, guck die an. Nee. Und hau da. Ja, ist ja wahr. Die Frau da, die rauscht einmal rein, ist dann pitschen nass und sitzt da. Ich habe alles gesehen, nur dich nicht. Wieso habe ich dich nicht gesehen? Ja, weil er nicht schwarz ist, weil er nicht in der Dark Side ist. Die war ja in der Dark Side. Ja. Boah. Ja, aber stark. Und nachher springt sie auch noch rein da, so schwupp.
Da taucht sich da einen heißen und dann macht sie diesen da. Ja, toll. Ja, toll groß. Machen wir auch, aber nichts passiert. Nee, wir sind ja auch nicht in der Dark Side. Ja. Die Jungs sind in der Dark Side. Dark Side von Bali. Da sind die. Und wir sind, ja, wir sind therapiert. Wir sind therapiert, relaxed. Ja, wir haben vielleicht zu viel Gras geraucht. Okay, Jungs. Überlege ich mir, vielleicht machen wir das. Alles klar. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, er hat Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange. Wir waren ziemlich lange wieder am Reden. Aber weil es noch eine Therapiestunde passiert schon schon. Ne? Okay, ich freue mich, wenn ihr euch wieder sehen lasst. Ich freue mich auf Echo, positiv, negativ. Und ja, wie gesagt, wir drehen keine Filme für 20, 30, 40, 50.000. Weil das ist, wir haben keine Bots. Wir bezahlen keine Bots. Weil, ja, ich werde jedes Mal gefragt. Facebook fragt mich, Instagram fragt mich, YouTube fragt mich. Hat ja auch vorhin gefragt, willst du Premium werden? Ey Leute, so viel Geld kann ich gar nicht verdienen, um bei Facebook Geld zu geben, damit 70.000 freigeschaltet werden. Die fühlen sich vielleicht dann noch belästigt. Dann soll ich bei Prime bezahlen, also bei YouTube, dass ich mit Werbung arbeiten darf und so weiter. Dann kommt Facebook. Facebook hat auch gerade meine Uhr scharf geschaltet. Das ist gar nicht gewundert, was die von mir wollte. Dann hat Facebook mir plötzlich mein Smartphone scharf geschaltet. Wir hätten jetzt über das Smartphone drehen können. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe dann alles gar nicht aktiviert, aber egal. Aber ist so. Plötzlich aktiviert sich da durch irgendwelche Updates. Auf einmal bin ich online. Ja. Merkt das gar nicht. Aber ist halt so. Deswegen tue ich das Handy immer weg, damit, wenn er dann guckt, die Decke sieht. Ja, ist doch wahr, aber ich habe das Ding nicht aktiviert und dann plötzlich funktioniert er von selber. Prime, Instagram, Snapshot, gehört alles Zuckerberg. Ja, der will Kohle haben jetzt. Der will demnächst sogar für mich als Administrator, ja, dass ich Geld verdiene. Das heißt also, ich könnte dann 30, also keiner von euch gibt mir 30 Euro. Also, im Blog. Doch, wir haben ja eine Community. Ja. Ich als Administrator habe mir das ausgedacht, wir sind über 1000, macht ja auch Spaß. Und auf einmal sagt Zuckerberg, was hältst du davon? Du kriegst von jedem, der da ist, 30 Euro. Ich glaube kaum, dass sie bleiben. Geht dann nachher, brrr, sind sie alle wieder weg. Nein, da sind wir noch rein. Du hast auch keine 30 Euro. Alles klar. Wir sehen uns, wir erleben uns. Wie gesagt, irgendwas läuft. Vielleicht ist es deswegen. Irgendwas ist. Und habt doch schöne Sommerferien. Auf jeden Fall, Mann. Ne? Vor allen Dingen. Lass die Monate nicht, 18 Monate müssen wir warten. Oder 12 jetzt? 12, ne? Bis der nächste Film kommt. Ah ja, dauert noch ein bisschen. Ja, rechne doch mal aus. Heute ist der 1.7. Was haben wir? Anderthalb Jahre. 12 wäre 7. 15, 16. Jetzt nur noch 16 Monate. Ja. 16 Monate, 2019. Ah ja, davor kommt die Convention. Ah, Convention, aber. Ich freue mich schon wieder drauf, ehrlich. Diesmal in Chicago mit schusssicheren Westen. Ich habe gegrölt, ich sag Lars. Ja, Chicago aus der schusssicheren Westen, weil in Chicago, da geht die Bursche ab und so weiter und so fort. Lassen wir uns überraschen. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, siehst du, bin ja gespannt, welche Kulisse sie nehmen. Sie haben, genau, 15, 16, 17 sozusagen. Ja, haben die ja den nachgebaut, den Falken. Dann haben sie den Falken vergrößert und gemacht und getan. Und bei 19, wie gesagt, kann sein, dass halt Lando Calrissian ihn zurücknimmt und verschwindet. Es wird neu, ja. Habe ich gerade noch gelesen. Johnson macht wirklich alles neu. Du kannst dich bei 9 wirklich von allen verabschieden. Von allen. Wir haben ja gerade Mark Hamill noch gehört, ja, in Deutsch. Alles übersetzt worden, sagt er ja auch alles. Es ist vorbei. Wir werden sehen. Lea, da ist alles vorbei. Was soll er? Ein Schattenwesen werden? Mit wem soll er denn reden? Soll er mit Kylo reden? Kylo achtet doch nicht auf seine Sprache. Ich sehe ihn immer, da kann ihn Kylo nicht umarbeiten. Da kann höchstens ein anderer Schauspieler kommen als Darth Vader. Der könnte ihn, ey, Enkel, komm mal zurück. Ne? Du siehst an mir hier, was mir passiert ist. Ne? Willst du auch so enden oder so? Ne? Laut Helmchen? Ein Kind. Du bist ein Kind mit einem Helmchen. Ne? Laut Helmchen. Ja, ich glaube kaum. Dass da Darth Vader um die Ecke biegt als Schauspieler, was er ihm das sagt, den Kopf schrubbt. Ja. Was er den Kopf schrubbt, ey Junge, komm zurück, das ist nichts. Ich bin auch zurück. Ist viel schöner im Helllicht oder im Hellen oder so. Komm zu Yoda, komm zu mir, verstehst du? Ne, Mark ist auch da. Frisches Bier. Ja, das ist immer frisches Bier. Ja, ich bin wie gesagt therapiert, bin ruhig, ich habe so viel Hass über mir ergehen lassen, das war Hammer, war wirklich Hammer. Man hat.
mir erklärt, was Yoda alles veranstaltet hat, wie viele Menschen der da vernichtet hat und so. Boah, das hörte gar nicht mehr auf. Echt, das war zig Seiten. Außer, der Yoda ist 900 Jahre alt, der kann doch nicht immer so verklärt gewesen sein, wie er zum Schluss verklärt gewesen ist. Ich meine, er hat sich immer kaputt gelacht über Hamill, beziehungsweise Luke. Na, ist klar. Ach, du bist ja immer so. Puff, war der Ding kaputt. Na, er steht da mit seiner Flamme. Ja. Ich fackel das jetzt ab. Und wenn wir drin sind, kannst du nicht machen. Ja, was denn du? Abfackeln oder nicht abfackeln, verstehst du? Boah, deswegen vielleicht. Nein, unter uns. E8, da war Hamill, Schrägstrich, Luke Skywalker, eine Nulpe. Also, der war ja nur am Heulen. Nee, die letzte Jedi. Nee, die Sätze sind aber falsch. Ja. Edgy Bitch, alles ist. Vielleicht Altersdemenz, wer weiß. Ja, er kann ja nicht. Er war ja das Wesen schlechthin. Der hat ja den Keil oder frisch gemacht und hat gesagt, tschüss. Ja, ich meine, der Abgang, habe ich mit dem Kunden auch geredet, der Abgang war genial. Ja, also, da haben wir alle geheult. Bin ich ehrlich, ich habe sowas von Wasser geheult. Ich war froh, dass es noch weiterging, dass ich das ein bisschen weg. Ja, war man nicht so emotional drin. Ja? Also im Originalfilm bin ich immer angespannt. Da denke ich nicht. Da lasse ich mich berieseln, ja, und freue mich, dass ich dabei bin. Ich freue mich, dass ich jetzt seit über 41 Jahren dabei bin, da sitze und mein Alter, weißt du, man kommt ja auch selber zur Ruhe. Man sitzt da, man schaut sich den Film an, man ist in der Handlung. Auf einmal siehst du ihn da, wie er guckt, wie er dann stirbt und wie dann auf einmal diese Musik anfängt und dieser Sonnenuntergang und wie das dann... Ja, sein Umhang. Ja, wow. Löst sich auch. Ja, aber okay. Wie gesagt, Emotionen und so. Wenn du so viel Tragik in deinem Realleben auch erlebt hast, wo viele Menschen gegangen sind, stellt man sich ja seinen Abgang irgendwie auch so vor. Wenn man geht, ja. Man verlässt und hinterlässt. Und dann machst du deinen Heulemann. Das habe ich überall gesehen. Die hatten alle Heuleaugen. Ne? Und das Lustige an der Geschichte ist ja, dass es da keinen Nachspann gibt. Du kannst aufstehen und gehen. Nur bei Marvel musst du sitzen bleiben, weil da geht die Post noch ab. Dann hast du, ne, ist halt so. So, und das Problem in der Geschichte ist auch, zum Abschluss der Therapie hier, gehört alles Disney? Mickey Mouse hat uns reichlich kaputt gemacht, ne? Die blöde Maus, die blöde. Mit der unterhalte ich mich auch nochmal. Der Mickey Mouse da. Ne, ist so. So, die hat also einiges gemacht, die Mickey Mouse. Und dadurch kommt das. Ja, hallo, wenn ich alles habe. Marvel, Galaxy, bla bla bla, dieses, jenes, demnächst habe ich noch mehr. Ja? Du bist dein eigener Konkurrent. Ja, du kannst machen und tun, was du willst. Ja. Ich meine, der Resort wird auch geil nächstes Jahr. Ja, hier, dieser Themenpark in Disney. Ne? Genau, Galaxy Age. Das wäre auch mal was. Ja, aber. Noch mehr Geld ausgeben? Ich weiß nicht. Ich schaffe ja noch nicht mal Chicago mit schusssicherer Weste. Ja, komm, also Amazon freut sich, De Augustini freut sich, wir freuen uns leider nicht, weil ich muss noch alles bezahlen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich weiß, das ist Schmerzgrenze, ich muss noch Geld mitbringen, damit ihr überhaupt guckt. Ne? Gerne mal Bots. Ja, Bots. Ich kann jetzt ja einen anrufen. Und der haut mir dann 1,5 Millionen Bots rein, kostet so und so viel. Und dann glaubt ihr, dass 1,5 Millionen schon geguckt haben. Und ich kann, wenn ich Bock habe, paar Euros mehr ausgeben, dann habe ich auch Follows. Ganz viele Follows. Mache ich aber nicht. Die 5, 3, 2 oder, keine Ahnung, wenn ich Glück habe, 40. Wenn ich ganz großes Glück habe, 360. Und er sowieso. Ich grüße dich jetzt nochmal. Wie fandest du den? Sag mal ehrlich. Ausfreuen. Ja, das sagt er. Ich weiß nicht, was du sagst. Ne? Also an dem Tag, wo du den Film siehst, möchte ich von dir hören und drunter geschrieben, wie fandest du das? Ne? Also wie fändest du das? Und ja, war okay. Hätte ich mir was anderes ausdenken sollen. Ich habe ja, wie gesagt, gerade eine Speziallampe gesehen, die ich aushabe. Schade eigentlich, aber ich hoffe, es hat geklappt, weil das kann schon mal schief laufen. Wenn nicht, dann drehen wir nach. Okay? Hättest du Bock drauf? Okay, trage ich dich im August nochmal. Ja, in Ordnung? Macht er. Und du bist ja auch hier, ne? Ja. Ja, ihn hier, er war gemein, ne? Frag mich nächsten Monat noch. Im August frage ich dich nochmal, ob du Lust hast, nochmal C3PO zu sein, weil jetzt wird mir nämlich langsam warm. Jetzt will ich raus aus der Kamera. Hör auf! Ja, der ist nämlich die ganze Zeit schon ruhig, aber boah, man hört ja endlich auch mal.
Kaffee. Ja, kriegst du ja. Kriegst deinen Kaffee. Ja, er kriegt sein Öl jetzt. Er kriegt sein Öl jetzt, da Kaba, Mischung, da Schnippe. Ja, Menschkontakte, hast du noch was zu sagen da draußen? Na, ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen schönen Urlaub, schöne Sommerferien. Und wir sehen uns dann im August wieder. Ne? Ja, klar. Wir sehen uns im August wieder. Da arbeite ich jetzt dran, dass es irgendwas Lustiges wird, weil so eine Therapiesendung. Boom. Ja, aber wir sind therapiert. Ja. Wir sind jetzt. Wenn die Zeit ist, wir wieder locker vom Hocker werden. Ja. So ein Therapiesessel, da liegst du. Ich habe keinen Bock aufzustehen. Ey, ich muss aber bei den Zuschauern drängen schon. Ey, wann hört der nicht auf? Da? Immer die sagen, ich muss aufs Klo, ich muss aufs Klo. Ey, mach mal, ey. Ich habe sonst immer da so ein Ding eingebaut. Ja. Vielleicht schneiden, den kann ich ja gar nicht. Ich habe die ganze Zeit gelabert. Ich habe die ganze Zeit gelabert, ich kann gar nicht schneiden. Ich kann gar nicht so einsetzen. Ihr wart hier immer. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass ihr so lange ausgehalten habt. Weil da war ja gar kein Schnitt drin. Sonst habe ich mal einen Schnitt. Da war noch. Da, keine Ahnung. Da war wieder was. Es wird Zeit. Ja, deswegen hatte ich gerade. Es kann gleich passieren, dass hier die Uhr abgeht. Es wird Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss die. Sonst flippt die aus. Also gelogen ist schon mal. Ich habe keine 2381 Schritte gemacht. Also meine Bewegung, die ich hier gemacht habe, ich hab mich also 2381 Mal bewegt hier. Und muss dringlich jetzt an das Gerät da hin, sonst flippt gleich hier die Uhr aus. Gott sei Dank habe ich den nicht aktiviert. Die hätte jetzt. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ja. Kaffee. Jo.